You spin my head right round when you go down, when you go down, down. You spin my head right round when you go down, when you go down. You spin my head right round when you go down, when you go down, down. You spin my head right round when you go down, when you go down. Qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, et qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, et lui dit assis dans la merde, et qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, et dit famine et dit tiers-monde, et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse, 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 danse,
Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Right now, hands up, hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Right now, right now, right now. Bevor ihr den Stream guckt, empfehle ich euch was zu essen. Schaut diesen Stream nicht mit leerem Magen. Streamgucker. Bevor ihr den Stream guckt, empfehle ich euch was zu essen. Schaut diesen Stream nicht mit leerem Magen. Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're alright, you're alright. Take off my glow, oh, that's me.
Dies ist eine Warnung an alle Streamgucker. Bevor ihr den Stream guckt, empfehle ich euch was zu essen. Schaut diesen Stream nicht mit leerem Magen.
mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we a blaze the fire, make it burn them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And it will end your week just like a Sunday. Dies ist eine Warnung an alle Streamgucker. Bevor ihr den Stream guckt, empfehle ich euch was zu essen. Schaut diesen Stream nicht mit leerem Magen. Hallöchen an diesem... Muss ich kurz überlegen, was ist denn heute? Mittwochabend. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwochabend. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von meinem Kochformat. Ich hoffe, ihr seid noch gesund, ihr seid gut drauf. So, das Audio mal wieder ein bisschen runterregeln hier. Und ja, Ayumi, habe ich dir gesagt, ich mache das am Mittwoch und dann mache ich das am Mittwoch. Wir haben uns so ein paar schöne Sachen besorgt und werden dann dieses Hähnchen etwas mediterran gestalten heute. Mit Grundvoraussetzung war von dir, glaube ich, Tomaten, Mozzarella, Hähnchen. Ich habe das noch so ein paar Sachen erweitert. Und ja, ich glaube, wir werden was ganz, ganz Cooles zaubern. Bin selber gespannt, wie das Ergebnis am Ende sein wird, weil ich meistens mir das anders vorstelle, als es dann wird. Oder es ist schwierig in der Umsetzung, wie ich mir das vorstelle. Aber wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Es sieht hier schon ein bisschen sehr mediterran aus. Ich gehe einfach mal aufs Brett. Ich mach das mal sogar heute mal in Vollbildformat hier. So. Steht natürlich alles voll. Wir haben Tomaten, wir haben Mozzarella. Mozzarella sieht man hier. Vielleicht, ich mach mal das Licht aus, dann sieht man das ein bisschen besser. Guck mal. Ein bisschen auch nur. Ich glaube, die Kamera ist einfach dreckig. Ich mach sie. Die hat so einen Schleier irgendwie außen, ne? Sehe ich das nur, oder? Das werden wir mal versuchen, jetzt hier live zu beheben. Und mein Chatbot sieht auch gerade, dass der gerade wieder nicht mitläuft. Ah, jetzt. So. Besser? Ja, ne? Ich finde ja. So. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Ah, ein bisschen leiser bei mir. So, ja, Rosmarin, Thymian, Petersilie, Hähnchenbrust. Zucchini, Staudensellerie, Paprika, junger Knoblauch, Basilikum, Zwiebeln, ein bisschen Gouda, der ist eher nicht so mediterran, Parmaschinken, ein Schluck Sahne und passierte Tomaten. Das Ganze stelle ich mir quasi wie folgt vor. Wir werden uns so einen Gemüse-Tomatentopf ansetzen. Und werden das Hähnchen, entweder wir werden es füllen und dann umwickeln mit dem Parmaschinken, oder wir werden es im Parmaschinken braten und dann noch mit dem Mozzarella gebacken. Ich glaube eher so. Und
werden dazu schönes Gratin machen, Fächerkartoffeln und dann im Stove-Topf. Ich habe hier solche Stove-Töpfe, also gusseiserne Töpfe. Da lege ich die Kartoffeln rein, gefächert, und die gießen wir dann nur mit Sahne, Muskat, Salz, Knoblauch und so auf und ein bisschen Rosmarin und machen so ein Gratin, so ein Rosmarin-Gratin dazu. Wird mega lecker, denke ich. Smooth. Ey, gute, moin, ich euch in der Autostream ging nicht so wirklich, oder? Hab nur kurz reingeschaut, Stream hing immer, war wieder weg. Ja doch, der ging am Ende. Das Problem war am Anfang, dass wenn ich aus dem, ich hab mit der App von Twitch den Stream gestartet und bin aus dem Haus raus, und als ich dann um die Ecke war im Wald, war das WLAN-Signal weg und dann unterbricht er den Stream. Und Dichtungsring, mein Lieber, sei gegrüßt. Unterbricht er den Stream und dann hat er einen Moment gebraucht, bis er überhaupt wieder, bis ich neu starten konnte. So, und dann war bei Streamlabs, wenn ich mit der Streamlabs OBS-App reingehe für einen Mobile-Stream, hatte ich immer das Problem, dass ich nie Ton hatte. So, und dann musste ich erst die Rechte vom Mikrofon abfordern, musste ich die wieder neu anfordern, und dann ging das auch mit dem Streamlabs, mit der Streamlabs-App im Mobile-Stream, und das Mikrofon war auch dann vorhanden. Nabend. Leveler, sei gegrüßt. Und von daher war dann am Ende war alles gut, glaube ich. Und die letzten 40, 45 Minuten war alles cool, glaube ich. Also, hat, glaube ich, dann funktioniert. Das werden wir nochmal wiederholen die Woche, definitiv. Wenn es wieder schönes Wetter ist. Sollte es ja morgen werden, glaube ich. Ja, aber so in dem Ganzen stelle ich mir das vor, dass wir so einen richtig geilen, schlotzigen Tomaten-, Paprika-, Knoblauch-, Zucchini-, Sellerietopf machen. Also das ist so unsere Gemüsesoße-Untergrund. Und das Hähnchen machen wir in so einem Basilikum-Parma-Schinkenmantel und überbacken das mit Mozzarella. Und werden dann dazu die Kartoffel machen, Rosmarin-Gratin. So ist der Plan, würde ich behaupten. Und ein bisschen was haben wir zu tun, aber es ist alles... Hält sich wirklich in Grenzen. Das ist alles easy. Das Einzige, was ich jetzt schon mal mache, ist den Ofen anstellen auf 180 Grad Umluft. Für die Kartoffeln und für das Hähnchen zum Überbacken. Und nein, ich bin nicht gut drauf. Muss ab 18 wieder ins Büro. Ab dem 18. musst du wieder ins Büro. Was haben wir heute? Den 6. Das sind noch 12 Tage. Wie lange warst du jetzt zu Hause? Schon mal Whisky-Honig-Huhn gemacht? Whisky-Honig-Huhn? Nee. Das ist, nee. Habe ich noch nicht gemacht. Das sind auch, also das sind so Rezepte, die Leute entwickelt haben. Die würde ich vielleicht als Ansatz nehmen und würde dann einmal eigenes Ding draus entwickeln, aber ich mag das nicht, solche abgefahrenen Sachen eins zu eins zu übernehmen, sondern ich gucke mir das Rezept an und würde dann so vielleicht noch 3-4 Sachen dran ändern. Ich bin sehr experimentierfreudig, aber ich muss wirklich das immer so oft für mich selber abwandeln, weil ich kann mir einfach schon im Kopf vorstellen, wenn ich manche Sachen lese, das kann nichts werden oder das kann nichts sein oder das kann nichts schmecken. Es gibt auch Rezepte, die natürlich komplett geil sind, keine Frage, da muss ich dann auch nichts ändern. Enrico Palazzo, sei gegrüßt, aber Huhn auf Bierdose hast du schon gemacht, oder? Huhn auf Bierdose? Jetzt geht's aber los hier. Okay, nee, kenne ich nicht, weiß ich gar nicht, was das sein soll hier, Huhn auf Bierdose, aber, nee, was ist das? Damit es steht, oder was? Ach, nee, habe ich auch noch nicht gemacht, nee. habe ich auch noch nicht gemacht. Das, war mir so bekannt, dass es manche Leute so machen, aber ich... Nee, glaube nicht, dass das... Nee, habe ich noch nicht gemacht, nee. Nö. Klingt komisch, habe ich von einem Kumpel. Und sogar mein Vater fand es geil, obwohl der Alkohol im Essen gar nicht mag. Nee, um den Alkohol geht es gar nicht. Wobei ich Whisky nicht mag, das muss ich auch sagen. Aber den Flavor mag ich, aber ich mag kein Whisky trinken. Ich versuche viele Sachen zu machen und natürlich auch viele neue Sachen zu machen. Aber... Man ist immer, ich bin, hab so eine gewisse Skepsis, weil ich halt einfach auch viele Leute kenne, die sagen, das ist geil. Aber die haben einfach, ja, einen komplett anderen Geschmackssinn als ich. Und deswegen muss man das immer differenzieren. Was ist dann wirklich geil, ne?
Also ist ja Gott sei Dank hat ja jeder einen anderen Geschmack. Viele ähneln sich im Geschmack. Aber nicht jeder, der sagt, das ist geil oder das ist gut, ist dann am Ende auch gut. Das ist so der springende Punkt bei der Sache. So, wir fangen einfach mal komplett easy peasy an, weil ich habe auch eigentlich derbe Hunger und ich freue mich schon richtig drauf. Die Grundzutaten waren eine geile Idee von Ayumi und Hühnchen, Mozzarella, klar, es liegt immer nahe, dass man dann das überbacken möchte. Wir werden gucken, dass wir das vernünftig hinkriegen und auch schön hinkriegen. Füllen wäre auch eine Möglichkeit, nur ich wollte jetzt nicht ohne Ende noch Schinken holen. Wir hätten es irgendwie badieren müssen, also in Schinkenspeck einwickeln müssen, damit der Mozzarella nicht gleich rausläuft. Hätten wir es irgendwo begrenzen müssen. Und ich wollte jetzt aber nicht ohne Ende noch Schinken kaufen und das dann quasi ungenießbar machen für die Moslem-Freunde. Wobei man das dann natürlich auch mit anderen Sachen ein hätte wickeln können. Affektuoso. Moin, ihr Lieben. Was denn bitte ein gefährdetes Kartoffelgratin? Das werde ich dir zeigen. Ich blöde, ich habe gefälschtes gelesen. Gefälschtes? Ah ja. Also weißt du, was ein gefächertes Kartoffelgratin ist, oder was? Gefälschtes. Und wieso falscher Hase? Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Also ich werde das einmal darstellen. Ihr könnt das auch in einem ganz normalen Auflaufform machen. Mit diesen Fächerkartoffeln. Das hat nichts mit diesen schwedischen Fächerkartoffeln zu tun, die sich jetzt der ein oder andere hat das vielleicht gegoogelt und dann kommt er auf diese schwedischen Fächerkartoffeln. Das hat damit nichts zu tun. Das sind Kartoffeln, die einfach nur eingeschnitten werden und dann kommt da Butter rein, Knoblauch, Salz und sowas und werden dann quasi in diesem Fächerzustand gegart im Ofen. Wir schneiden die schon runter als Scheiben. Ich werde es euch zeigen einfach. Bleibt einfach bei der Sache und dann, wenn wir soweit sind, werde ich es euch zeigen. Admiral Jones, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen bei den Freunden des guten Geschmacks. Schön, dass du da bist. Vor allen Dingen schön, dass der Alert mal zeitgleich kommt mit dem anderen wieder. Mit dem Stream Elements Alert. Vielen Dank für dein Follow, mein Lieber. Schönen guten Abend. Ich hatte zu Weihnachten einen guten Whisky von James Blender's Dog. Hieß der, war nicht ganz billig, aber lecker. Und der ist jetzt alle, sagst du, oder hast du den auch in Huhn umgewandelt? Getrunken oder verkocht? Das ist hier die Frage. Ja, es ist so, Whisky ist wirklich überhaupt nicht mein Ding. Ich habe auch Whisky noch ein paar Flaschen hier stehen. Aber das ist wirklich nicht meine Welt, ehrlich nicht. Und man muss sagen, Whisky sind da die Japaner mittlerweile ganz weit vorne, ne? Yamazaki hat ja schon lange den amerikanischen Markt überholt. Was Whisky angeht, ne? Hat zu Weihnachten einen bayerischen Whisky bekommen. Scotch, der war geil. Sliers. Was ihr alles auf das Weihnachten kriegt. Meine Güte. Ich trinke überhaupt keinen Alk. Der ist alle, den habe ich sowohl getrunken als auch zum Backen genommen. Oh, was hast du gemacht? Rumkuchen mit Whisky. Den letzten Schluck habe ich dazu genommen, um Rosinen zu aromatisieren für Käsekuchen. Ja, das ist natürlich, also wenn man so wirklich hochschwertigen Schluck hat, kann man wirklich so Sachen aromatisieren bzw. einlegen. Das so Rumrosinen und sowas oder halt Whisky-Sachen oder... Ja, da gibt es so viele Möglichkeiten, wirklich um dann dieses Flavor möglichst lange am Leben zu halten, ne? Da gibt es echt viele, viele Möglichkeiten. Aber das ist natürlich auch geil, wenn man die dann im Käsekuchen mitverarbeitet. Das finde ich auch sehr nice. Das ist ein geiles Ding. Muss man die Maus hier wegmachen, Alter. Die stört mich immer. Affektuoso, du machst das richtig, wenn du überhaupt gar keinen Alkohol trinkst. Das ist, obwohl nachgewiesen ist, so ein bisschen Alkohol ist gar nicht so schlimm, wenn du jeden Tag irgendwie... Na, jeden Tag vielleicht nicht. Jeden zweiten, dritten Tag vielleicht ein Glas Wein trinken würdest. Hat auch seine Vorteile. Bourbon ist ja auch kein Whisky. Snoop aus Pack-Leveler. Naja, ich trinke auch sehr selten Alkohol, aber wenn, dann eben Whisky, aber trotzdem immer sehr wenig. Daher sind meine Flaschen fast alle noch fast voll. Jo, das gute Zeug genießt man auch. Die halten ewig. Tag Kelle. Tag Chicks. Moin, mein Lieber. Wie geht's dir? So, die Zwiebeln werden wir einfach nur halbieren.
nochmal durchschneiden und dann wirklich nur so grob runterschneiden. Wie so grobe Zwiebelecken. Eigentlich wollte noch jemand heute mitkochen live. Den Kollegen erreiche ich leider nicht. Ich denke mal, der schläft wieder um diese Uhrzeit. Mal gucken, ob er sich im Laufe des Streams dann einfach mal meldet. Ich war so stolz auf ihn, als er gesagt hat, er kocht sich morgen was. Gestern hat er gesagt, er kocht sich selber was. Ich habe ihn inspiriert, hat er gesagt. Er kocht sich zu Hause jetzt selber was. Und dann irgendwann hat er gesagt am Abend, oh Digga, ich habe keinen Bock mehr was zu kochen, ich bestelle mir wieder was. Aber morgen mache ich das und dann koche ich mit dir. Ich kann mir das so ein bisschen abschauen, wie du das machst. Wir haben ja so ähnliche Zutaten. So, ja, kannst du gerne machen. Und wenn du Fragen hast, dann frage einfach. Ja. Das war auch das letzte Wort. Ne, heute Mittag hat er nochmal gefragt, was ich denn jetzt mache. Habe ich nochmal so ein paar Einkaufssachen geschickt und ja. Mal gucken, ob er noch reinkommt. Mir geht's Bombe, bin satt, hab ein Bier, einen Film, Freundin ist unterwegs, mir geht's super. Ja, perfekt. Was hast du gegessen? Ich darf jetzt kein Alkohol mehr, weil ich Herztabletten nehme. Da lasse ich den Alk weg, aber ich kotze trotzdem für mein Leben gern. Ach, ich koche. Huch, ich kotze. Ups. Ich koche trotzdem für mein Leben gern. Ja, kochen ist halt auch wirklich essentiell einfach, ne? Für mich ist das auch so ein bisschen Seele baumeln lassen, so ein bisschen runterkommen. Man kann sich austoben. Man kann wirklich, also das ist schon so ein bisschen Lebenseinstellung, wirklich kochen, finde ich. Das ist, hat so ein bisschen was, ohne Scheiß, hat so ein bisschen was von Yoga, ne? So seinen inneren Frieden finden, seine Ruhe, ganz entspannt und dann wirklich so eins mit den Zutaten werden, ja? Sich in die Zutaten reinzuversetzen und was würde ich machen, wenn ich jetzt eine Zwiebel wäre? Würde ich eher Farbe nehmen wollen oder würde ich eher glasig bleiben? Das ist so ein Ding ist das. Das fühle ich komplett, kochen. Ich bekomme jetzt schon Hunger, Affektuoso. Wir haben noch gar nichts gemacht, wir haben nur Zwiebeln geschnitten, also mehr ist es noch nicht. Der bekommt bestimmt gleich rum mit einem 5-Gänge-Menü. Meinst du Chicks oder was? Ich kotze auch mein Leben nicht gern. Oh Mann, Selfmade Gyoza. Bunbao-Teig geht noch auf. Ist heute Abend dann erst. Hackmasse ist schon ready. Alter, hast du schon gegessen oder willst du noch essen? Den Satt hast du geschrieben. Das hört sich an, als ob du noch essen möchtest. Oder isst du später nochmal deine Baos? Ah ja, ihr habt alle so ein Favor für die japanische Küche. Gyoza ist sowieso voll der Trend geworden. Also muss ich echt sagen, vor 2 Jahren, als ich mit Gyoza Teig angefangen habe. Gyoza ist eigentlich nur so ein dünner Nudelteig. Und viele interpretieren das gleich falsch, dass Gyoza halt das Gericht an sich wäre. Dabei ist Gyoza wirklich nur der Nudelteig, der dünne Nudelteig, der wirklich so dünn ist, dass du teilweise durchgucken kannst, wenn du den vors Auge hältst. Und das ist ein Gyoza-Teig. Den kannst du dir fertig kaufen sogar. Super, eines der besten Fertigprodukte, die ich überhaupt kenne. Kannst du selber nicht besser machen. Wirklich. Frischer Gyoza-Teig. TK, kommt er gefroren und dann kannst du ihn auftauen und kannst ihn verwenden. Perfekt. Danny, servus. Ich habe schon mal die ganzen Proben gegessen. ich habe mal eine Kochdoku gesehen auf Netflix. War eine Folge in einem buddhistischen Kloster. Die Mönche zelebrieren das auch. Aber von der Aussaat von Gemüse, pflegen, ernten und dann jeden Tag kochen, nur aus eigenem Zeug. Leveler, ich mache das genauso. So ähnlich. Mr. Moon? Kid? Mr. Moon Kid? Sehen wir mal. Mr. Moon Kid. Vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen bei den Freunden des guten Geschmacks. Ich stehe total auf die koreanische Küche. Ja, auch mega geil. Vietnamesisch, koreanisch. Ich habe letztens Hähnchen-Minuten-Steaks gemacht. Die habe ich flach geklopft und dann habe ich die in der Grillpfanne angegrillt. Salz, Pfeffer drauf, Tomatenscheiben, Mozzarella drauf, ein bisschen Balsamico drüber, fertig. Dazu gab es dann Nudelsalat und Kartoffelspalten mit Rosmarin. Easy peasy, ganz einfach gemacht. War wahrscheinlich auch kein Riesenaufwand. Und du hast was Leckeres gehabt, oder? Also, und das ist halt so, was Kochen einfach ausmacht. Mega, mega cool. Chicks wurde kurz getimeout. Ja, weil du gepunktet hast. Du hast Punkte reingemacht und sowas. Was? Naja, das hat er als Link, wegen dem Punkt dazwischen, hat er als Link interpretiert, deswegen.
The Stone, ein Kellerhalter Seefahrer. Okay. Kannst du einfach nochmal, oder Leni, kannst du das nicht freischalten? Du kannst es doch freigeben dann, ne? Was er geschrieben hat. Kannst du nicht, echt nicht. Durch Kellebot wurde der in Timeout versetzt. Ja, moin. Arinio, moin. So, das hat er geschrieben. Ja, Gyoza-Teig habe ich auch TK geholt, siehst du? Zu viel Arbeit, den zu machen. Aber Boa und so sind halt meine Hefe, mit viel Hefe. Sowas, die wir selber machen. Heute zweiter Anlauf, gestern ist schief gegangen. Ja, eine Sekunde Timeout durch Kellebot. Harino, ich grüße dich mal lieber. Hi Keller, grüß dich, alte Hupe. Hähnchenbrust mediterran. Ich habe heute Mittag auch Hähnchenbrust gemacht. Spieße mit Paprika und Zwiebeln. Die Marinade auf Kurkuma-Basis, eine Inspiration von dir. Hast neulich über Kurkuma gesprochen, habe ich direkt gekauft. Ehre geht raus, Harino. Vielen, vielen Dank. Schön gemacht. Das war kein großer Aufwand. Tatsächlich Arbeitszeit so ca. 20 Minuten. Ging flott und war ein eher leichtes Gericht. Aber man mag ja auch nicht immer fertig essen. So sieht es nämlich aus. Und das ist ja das Geile. Leichte, schnelle, fertige Gerichte. Leichte, schnelle Gerichte, die halt schnell fertig sind. Und du kannst sie auch einfach ohne Sättigungsbeilage machen. Also komplett irgendwie ohne Stärkeanteil und allem. Und also komplett Low Carb. Und das ist ja das Coole. Und du hast es selber gemacht. Vipi Line. Vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen bei den Freunden des guten Geschmacks. Und das ist ja das Coole daran einfach, ne? Dass du ja am Ende dann dir selber was gezaubert hast, du stolz drauf sein kannst und was Cooles, Frisches auf dem Tisch zu essen hast. Und das ist ja das, was ich so einfach feiere am Kochen, was das Kochen ausmacht. Ne? Du brauchst nicht viel Zeit investieren, um was Geiles auf dem Tisch zu kriegen. Und es kommt nicht immer darauf an, dass da viel Käse drauf ist, dass das fettig ist oder dass das... Klar kann man auch mal irgendwie was Überbackenes kaufen oder sich das bestellen. Ja, da bin ich jetzt der Letzte, der sagt, nein, du musst alles selber machen. Aber den Großteil sollte man wirklich einfach selber machen, finde ich. Ja? Weil es entschleunigt so den Alltag. Man muss sich die Zeit mal für sich selber nehmen und nicht sagen, das ist ganz einfach. So, man kommt nach Hause und ist dann kaputt und alles, whatever. Man stellt sich dann aber in die Küche, macht sich noch was richtig Schönes zu essen, wo man selber Bock drauf hat. Und wenn man auf etwas Bock hat und das nicht kochen kann, kann man das lernen. Ja, das ist ja das Lustige. Man kann es lernen. Und man kocht es dann so lange, bis es perfekt ist und man es richtig gerne isst. Und dann kannst du dich damit entspannt, wenn du es fertig gekocht hast, entspannt hinsetzen und es essen und genießen. Anstatt dir schnell etwas reinzuschaufeln und dich dann entspannt hinzusetzen und einen Film zu gucken. Wandel das Entspannte auf das Kochen und auf das Essen um. Ja, und nicht konzentriere dich auf, oh, ich muss mich beeilen und schnell was essen, damit ich einen Film gucken kann. Ja, das ist so, einfach mal die Zeit für sich selber nehmen. Extrem wichtig und es wird einfach so vernachlässigt. Natürlich kann am Ende jeder machen, was er möchte. Aber es ist wirklich so ein innerer Weltfrieden, den man findet, finde ich, beim Kochen, weil es einfach wirklich so derbe entspannt. Und wer es noch nicht probiert hat, den kann ich das wirklich nur ans Herz legen. Seinen eigenen Weltfrieden zu finden. Sieht ein bisschen verängstigend aus mit dem Messer in der Hand. Ich habe letztens so ein Video gesehen, da hat einer einen Ball geworfen und der kam halt direkt auf die Kamera so zu. Und ich habe auch vom Handy gezuckt, als ich das Video gesehen habe, muss ich ehrlich sagen. Mauerbär, einen wunderschönen. Teig machen kann ich keinen empfehlen, macht Dreckarbeit, überliegt mehr rum. Pfannengerichte sind mir lieber, da schnibbel ich nur. Ja, Teig machen ist auch geil. Also ist auch nicht immer so die Arbeit, wie man denkt, muss man ehrlich sagen. Da gibt es Schlimmeres. So, Paprika schneiden wir auch einfach klein. Zack. Zack. Das Weiße meistens einfach rausschneiden. Da sind Bitterstoffe enthalten, die wollen wir jetzt nicht hier in unserem Essen haben. Ich hab schon wieder voll die Sprachprobleme, ey. Ich glaube, ich habe einen Gehirntumor oder so. So, einfach wirklich. Das ist eine grobe Sache. Grob kleinschneiden. Das muss keine richtig geile Form haben, sondern das kann ruhig so ein bisschen grob sein. Das ist ja auch mal schön, wenn man sich nicht Mühe geben muss beim Schneiden, ne? Ich habe das Messer übrigens nochmal gerade abgezogen, deswegen ist es wieder so scharf. Heiko, ich grüße dich. Die
Die Kochzeit macht mir manchmal mehr Spaß als das Essen selbst. Fühle ich auch so. Habe das eben mitbekommen. Für mich ist Kochen auch zum Abschalten. Ja. Sehr gut, Harinho. Harinho, Harissa. Harissa, Harinho. Zweiter Versuch. Hallöchen. Heiko, ich habe dich vorhin überlesen. Dann tut's mir leid. Aber auf jeden Fall, hallo. Folter. Hier gucken und der Reis braucht noch. Was machst du dir denn, Leveler? So, hier ist schon Paprika wieder runtergefallen. Gleich kommt mein Saugroboter. Auch lila genannt. Was, die ist sauer? Ach, in lauer Stellung. Die warten nur auf Saugkommando. Mache ich gerne Pizzateig selber. Affektuoso, fühle ich auch komplett. Und ich mache auch gerne Pizza selber. Und jeder sagt immer, ach, in so einem normalen Ofen, das wird nichts und so. Ach, das wird, wenn man sich Mühe gibt und so ein bisschen weiß, was man macht, dann werden die auch geil, die Pizzen. Und ich muss es ehrlich sagen, meine Pizzen waren letztes Mal einfach geil. Ich habe es gefeiert. Also wirklich, ich hab noch nie so eine geile Thunfischpizza gegessen, wie die, die ich mir selber gemacht habe. Ist einfach so. Sorry, es ist einfach so. Unser Azubis haben wir mal eine Handvoll gelbe Linsen gegeben und Hackfleisch. Er soll sie halbieren und füllen. Nach 20 Minuten fragt er, wie das gehen soll. Gut, er hat sich wenigstens Gedanken gemacht. Aber das sind so die Klassiker in der Küche, die Leute einfach verarschen. Aber gut, ein bisschen gesunden Menschenverstand. Manche haben einfach aus Respekt, machen sie erstmal, was einem gesagt wird. Ist ja auch okay. Aber so ein bisschen gesunder Menschenverstand gehört schon dazu. Ich mag Teig machen auch ohne Küchenmaschine. Hab noch frischen Hefeteig da und der Pizzastein heizt gerade auf. Perfekt, ihr seid ja alle am Kochen, mega geil. Und oft ist es so, dass du nach dem Kochen keinen Hunger mehr hast. Und das ist nur, wenn ich früher, als ich noch im Restaurant gekocht habe, muss ich ehrlich sagen, wenn ich den ganzen Tag gekocht habe und ich abends nach Hause gekommen bin, da hätte ich nicht mehr gekocht. Da habe ich wirklich dann auch keinen Hunger mehr. Da bin ich vom Zuschauen satt. Aber jetzt, wenn ich halt so ja in meiner Mensa koche und dann bin ich ja schon so um 1:30, 2 vielleicht mal zu Hause, dann habe ich abends wieder Bock zu kochen, natürlich. Und das ist ja auch was ganz anderes, ein ganz anderes Kochen. Also das ist komplett was Unterschiedliches dann. Deine Sprachstörung, ich sehe noch keine offene Flasche Shampoos, vielleicht deshalb. Ja, ich wollte heute mal keinen Alkohol trinken, wirklich. Ich nehme es mir nicht übel, Leveler. Aber es könnte ein möglicher Faktor sein, der das Ganze beeinflusst. Vielleicht, man weiß es nicht. Wir werden es nie erfahren. So, Surimi. Auch liebevoll Surimi genannt von manchen Leuten. Oh, da ist auch eine runtergefallen. So, wir widmen uns gleich unserem Hähnchen. Och nee, Wurstgulasch mit Reis? Och, nur Wurstgulasch mit Reis. Ja, kann auch lecker sein. Wurstgulasch, also ist so ein, da kann man auch so, so Janka-Style machen, ne? Für Film gucken hatte ich auch was Geiles. Ich habe Mini Chiburikis, frittierte Teigtaschen mit Hackfleisch, gemacht mit Kräuter, Knoblauch und scharfen Dip auf Cremefleischbasis. Dazu gab es dann noch Gemüsesticks für die Dips. Ach, der Klassiker, Crudités heißt das. Wenn du richtig auf die Kacke hauen willst und dann lädst du die Leute ein und sagst, Leute, ich mache Crudités für euch, Crudités mit dreierlei Dip und alle so, oh, geil, Alter, Crudités, nie gegessen. Und dann kommen die und dann stellst du da dann Gläser hin mit Gurken, Paprika-Sticks und sowas. Gemüsesticks, französisch, Crudités. Ne? Also, geiler geht's doch nicht mehr. Schön Crudités zum Empfang auf die Einladungskarte schreiben, alle rasten aus. Hab auch selten Hunger nach dem Kochen, immer so satt zu Hause vom Probieren. Ja, das ist natürlich, man sollte auch nicht die ganze Zeit dabei naschen, das ist so das Geheimrezept dabei. Quatsch, normaler Ofen, Pizzastein für 20 Euro, Bombe. Genau, also so Pizzastein tut's einfach, genau, das sag ich auch. Und man braucht den theoretisch auch nicht mal. Es sei denn, man möchte so ein bisschen dickere Pizzen machen oder große Pizzen.
Dann ist es wieder empfehlenswert, den zu nehmen. Aber ich mache, wenn ich Pizzen mache, nur Pizzetten, kleine Pizzen. Und die auch relativ dünn. Und das reicht, wenn man den auf 250 Grad hochballert mit Umluft und dann in der Mitte einfach auf Backpapier, auf einem Gitter den Teig gart, dann wird das genauso. Ja, ich werde wieder ausgemeckert, aber eine Freundin macht geile Hotdog-Pizza. Ja, moin. Was heißt ausgemeckert? Nee. Hotdog-Pizza halt, ne? Also, ich glaube, wir machen das. Wir bieten das an. Domino's, glaube ich, ne? Die bieten Hotdog-Pizza an. Mein Staubsauger kommt schon. Okay. Guckt erstmal vorsichtig um die Ecke. Erstmal ein Stück Zucchini. Okay, hat sie direkt wieder ausgespuckt. Jetzt hat sie es wieder in den Mund genommen. Jetzt ist es auch. Ich muss erstmal ausspucken und dann wieder in den Mund nehmen. Ich hab mal eine dämliche Frage. Wie kommt man den Teig eigentlich rund? Von der Pizza? Zucchini verstehe ich nicht. Das Zeug schmeckt nach nix. Das stimmt nicht, Leveler. Das stimmt überhaupt nicht. Hefeteig finde ich persönlich tricky. Ich habe meinen Hefeteig schon sehr oft versiebt. Also so schlimm ist Hefeteig nicht. Ja, von der Pizza. Ganz einfach. Du machst kleine Bällchen und rollst es einfach raus. Also du machst wirklich so kleine Bällchen. Ein rundes Bällchen. Und dann drückst du es platt und rollst es aus. Und dann ist es rund. Das ist eigentlich jetzt nicht so schwer. Wie so ein Brötchen. Wie so ein kleines Brötchen. Und Lila, jetzt kannst du wieder abgehen. Du hast es sauber gemacht hier. Danke. Nimm noch die Stück Zwiebel mit. Genau. Und jetzt kannst du wieder abgehen. Kriegst du halt wieder Blähung schön. Wurzt du einem wieder ins Gesicht, ey. Die alte Sau. So, Hähnchen, Brust. Einfach so ein bisschen Fett und den Ansatz hier oben vom Knochen, wenn er noch da ist, werde ich immer wegschneiden. Und dann werden wir das gleich in Parma wickeln. Ein bisschen Rosemarie. Ein bisschen Thymian dazwischen. Rosmarin haben wir schon am Gratin. Vorher werden wir jetzt noch unser Gemüsepot ansetzen. Dazu einfach natürlich den Topf Vollgas. Ich nehme so einen großen Gemüse-Eintopf. Topf. Und da werden wir jetzt gleich schön unseren Knoblauch drin anbraten. Und die ganzen Condiments und das Ganze dann mit ein bisschen passierten Tomaten, Sugo und vorher noch ein bisschen Weißwein und ein paar frischen Tomaten dann einkochen. Dazu schneide ich hier noch den Knoblauch. Einfach ein bisschen kürzen. Ja, das ist wirklich junger Knoblauch. Der ist ein bisschen milder als der alte, der getrocknete Knoblauch, also diese Knoblauchzehen. Der ist schön mild. Den können wir einfach so fütteln und braten wir gleich mit an. Der gibt seinen Flavor dann auch so komplett ab. Den brauchen wir nicht klein schneiden, sondern so reicht wirklich einfach fütteln. Und den reißen wir gleich mit rein und braten den im Öl dann an. So, jetzt muss ich mal gucken, wo habe ich denn aufgehört? Çibukis ist geil, wie Sik Börek bei den Türken. Ich kann mir vorstellen, was das ist, Chicks. Und ich mag das auch, was Knuspriges. Wenn es auch noch gefüllt ist mit Hack und dann noch einen geilen Dip, feiere ich total. Und das vom Fernsehen. Es gab mal mit so meinen alten Arbeitskollegen, hatten wir so eine Liste gemacht. Die Snack-Hits vom Fernseher. Wenn etwas so richtig geil war, dann kam das bei uns auf die Liste. Und dann sagen wir, das ist so geil, das kannst du auch auf dem Sofa vom Fernseher essen. Ja, also da kannst du wirklich, weil das einfach so, du fühlst es einfach. Das sind so einfache Snacks gewesen. Zum Beispiel war auch ganz oben dabei Pimentos de Padron. Einfach in Pfanne, geiles Olivenöl drüber, Fleur de Sel und richtig heiß anbraten. Und dazu ein Quark. Die Pimentos in dem Quark, mega geil. Mega geil. Also fast gar keine Kalorien und richtig geiler Snack. Ja, bekommst du auch fertig von diversen TK-Herstellern. Also die Hotdog-Pizza, okay, ja. Wollte gerade sagen. Zusammenhang, ciao, Leveler. Hast du schnelles Rezept? Ei, Mehl, Butter, Wasser habe ich da. Hackfleischmasse habe ich eh für die Bourbons. Ja, von der Pizza. Ach, da ging es um die, wie man die ausrollt, ne? Hallöchen, Popöchen. KR. Bingo.
Ingo, mein Lieber, moin. Indem du ihn nach dem Ausrollen mit einem Pizzamesser schön rund schneidest. Ja, das kannst du natürlich auch machen. Einfach, das ist so ein Harinho-Trick. 17, den kannst du auch machen. Und dann nimmst du dir einfach so einen Teller, den legst du dann verkehrt rum drauf und schneidest dann am Teller lang. Ja, das kannst du auch machen. Da musst du aber noch ein Rändchen formen. Ein schöner Gemüse-Eintopf wäre es jetzt auch. Fühle ich auch, Gemüse-Eintopf. Aber dann so auf Steckrübenbasis. Boah. Finde ich richtig gut. Mit grüne Bohnen und so. Ich finde frischen Knoblauch auch besser. Vor allem beim Schälen angenehmer. Das ist nicht das Problem. Ich mache ja sowieso immer Knoblauchöl eigentlich. Aber jetzt möchte ich einfach den frischen Knoblauch nehmen. Also den jungen Knoblauch, nicht den frischen. Frisch ist ja alles. Relativ. Frisch ist auch relativ, muss ich sagen. Viele interpretieren frisch auch falsch. So. Einfach gutes Olivenöl rein. Moment, ich mache hier mal. Nehmt euch mal mit an Herd. Ne, lila nicht. Und ihr seht, das ist schon wirklich heiß. Das Öl ist auch sofort heiß. Olivenöl, viele sagen immer, Olivenöl kann man nicht zum Anbraten nehmen. Dies, das, Ananas. Kann man nehmen. Hält 180 Grad auch aus, nur nicht so lange wie normales Öl, also wie Rapsöl, neutrales Öl, Sonnenblumenöl und so. Aber natürlich kannst du das auch zum Braten nehmen. Gar keine Frage. Darfst es nur nicht die ganze Zeit so heiß erhitzen. Irgendwann verbrennt es dann und geht kaputt. Aber natürlich kannst du es auch zum Anbraten nehmen. Spricht überhaupt nichts gegen. So, kurz den Knoblauch rösten. Wir gehen mit der Hitze natürlich jetzt auch nicht runter, sondern bleiben dabei. Und rösten kurz nur den Knoblauch. So, die Zwiebeln und der Staudensellerie. Einfach rein und mit anziehen lassen. Ja, einfach mit anbraten. Ich mache mal das Licht wieder weg, dann seht ihr das ein bisschen besser. So. Meine ernst gemeinte Frage, wie ist es mit Fleisch bzw. Hähnchenfleisch roh? Wenn ich das anlange, muss ich mir immer hinterher lieber die Hände waschen, weil ich doch sehr Angst vor Salmonellen habe. Ist die Angst begründet, übertreibe ich total. Die Köche immer das Fleisch anlangen, ohne sich sofort danach die Hände zu waschen. Smooth. Also die Gefahr ist höher, von einem Ei Salmonellen zu kriegen oder von Fisch, als von einem Stück Hähnchen. Die Kühlketten im Supermarkt und sowas, wenn die Kühlkette eingehalten wird, ist das eigentlich gar kein Problem. Salmonellen, ich hatte einmal Salmonellenvergiftung, das war von Lachs. Die Kühlkette wurde nicht eingehalten, aber jetzt in dem Fall, du wäschst dir danach die Hände, das Brett machst du sauber, das Messer machst du sauber und alles, was wir jetzt kochen, werden wir sowieso erhitzen. Also da gehen die Salmonellen sowieso tot, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Du solltest jetzt nur nicht unbedingt, wenn du das Hähnchen angefasst hast, hier die Finger in den Mund stecken. Aber das Risiko ist relativ gering. Von Hähnchen habe ich noch nie Salmonellen bekommen. Also das kann ich schon mal so wegwischen. Ich hatte gerade einen Alert, den habe ich überlesen. Was war denn das? Ach, Leni, vielen Dank für deinen Host. Shiril, hallo. Da sind sie wieder, die Chili-Freunde. So, mit Verspätung haben wir noch geschafft, bevor es richtig losgeht. Ich kaufe immer das spanische Bio-Olivenöl von Lidl. Lidl habe ich nicht gesagt. Gemüsesuppe habe ich letztens auch gemacht für mein Kind, weil die es unbedingt wollten. Schön einmal Suppengrün, Möhre, Sellerie, Porree, ein bisschen Fenchel. Ein Zwiebel, Knoblauch, TK-Erbsen, ein bisschen Dosenmais. Salz, Pfeffer, Muskat, zum Schluss ein bisschen Petersilie, fertig. Das klingt auf jeden Fall sehr einfach. Das klingt sehr einfach, dein Gemüsesuppenrezept. Muss ich jetzt mal sagen. Also Gemüsesuppe, ich mag das. Ich bin mehr so der Eintopf-Fan als statt Suppe. Ich habe grüne Bohnen-Eintopf habe ich gemacht. Oh, ich werde auf jeden Fall, da freue ich mich jetzt schon drauf. Wenn es wieder so ein bisschen kälter wird irgendwann, das dauert wahrscheinlich nicht mehr ganz so lange. Schön Steckrüben-Eintopf und sowas. Oh.
da habe ich jetzt schon, da habe ich das da, nee, so lange warten wir gar nicht. Wir machen noch, bevor die Grillsaison losgeht, so richtig, machen wir noch Steckrüben-Eintopf auf jeden Fall. Das fühle ich komplett. Zucchini mit rein. Steckrübe ist richtig, Alter. Das ist richtig geil. So, nochmal ein Schuss von dem Griechen dazu, von dem griechischen Olivenöl. Da ist so eine Dosierding, so eine Dosieröffnung drauf. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ich da 3 Liter reinkippe oder so. Und alles schön ruhig rösten, ne? Ein paar Röstaromen reinbringen, mitnehmen, das wollen wir haben. So, dann brauchen wir hier die Kartoffeln. Die nehme ich mal hier rüber. So, dann können wir nebenbei schon mal unser Hähnchen machen. Und zwar legen wir das jetzt mal hier an die Seite. So. Ich versuche öfters mal die 30-Minuten-Küche von Jamie Oliver zu machen. Steckrübe in Scheiben, paniert und gebraten wie ein Schnitzel. Auch lecker. Ja, gibt es ja das klassische Sellerieschnitzel, ne? Wenn man nicht weiß, was man vegetarisch kocht, dann macht man Sellerieschnitzel. Ja, aber sie wollten unbedingt Gemüsesuppe. Und was das Kind will, ist mir Befehl. Ich hatte sie ja vorher gefragt, wie sie zum Mittagessen mag. Das habe ich verstanden. Ich hatte nur mein Favorite gesagt, dass ich lieber Gemüseeintopf mag. Aber wenn das Kind sagt Gemüsesuppe, dann gibt's die natürlich auch. Ja, weil am Ende soll das Kind es ja auch essen. Das fühle ich zu 100%. Ist auch richtig so. Und wenn das Kind sagt mit Buchstaben drin, mit Buchstabennudeln, dann kommen da auch Buchstabennudeln rein. Ne? Das sehe ich genauso. Auch wenn ich keine Kinder habe, fühle ich das. Ich fühle das. Ah, danke. Mir wurde Familienlebensmittelbetrieb, immer gesagt, wenn du Salmonellen bekommst, müssen wir den Betrieb schließen und ich darf, nachdem alles vorbei ist, nie wieder im Lebensmittelbereich arbeiten. Da man ein Leben lang Salmonellenträger bleibt, offensichtlich ist das dann auch Blödsinn. Ja. Ja. Also... Das ist komplett Blödsinn. Man muss immer noch unterscheiden, ist das verlieben, also man muss unterscheiden, ist es ein lebensmittelverarbeitender Betrieb oder ist es ein lebensmittelherstellender Betrieb? Da gelten schon mal ganz andere Regelungen. Also ein lebensmittelherstellender Betrieb ist zum Beispiel ein Betrieb, der Wurst und sowas produziert. Das ist ein lebensmittelherstellender Betrieb. Ein Restaurant und eine Fleischerei und sowas ist ein lebensmittelverarbeitender Betrieb. Ja, das ist schon mal was ganz anderes. Und da gibt es natürlich auch ganz andere Auflagen und so, aber mit meiner Salmonellenvergiftung darf ich trotzdem weiter als Koch arbeiten. Das wird ja eher mit Antibiotika und allem behandelt. Das wäre genauso, Herpes hast du auch dein Leben lang. Also das ist ja, naja. Jedenfalls den Erreger. Wir verkaufen, ja, aber ihr seid ein lebensmittelverarbeitender Betrieb, ihr seid kein Herstellerbetrieb. Weil dann braucht ihr richtig harte Hygieneschleusen und so ein Scheiß. Also das ist wirklich, sie hat 3 Teller gegessen zum Schluss. Ja, beste. Dann hat es offensichtlich hat's dann geschmeckt. Die 30-Minuten-Küche von Jamie Oliver, finde ich so ein paar geile Rezepte, finde ich, sind dabei. Aber manche Sachen, finde ich, muss ich ehrlich sagen, sind von der Rezeptur so komisch angegeben, dass ich mir das manchmal in Frage stellen muss. Also von den Mengen der Zutaten her. Ich habe auch mal was Gutes vegetarisch im Restaurant gegessen und beim Nachkochen recht gut getroffen. Das war ein Feta mit Sesamkruste, dazu eine leichte scharfe Soße mit Tomate und Paprika und Kartoffelschnitzel aus dem Ofen dazu. Okay, Paulina, sei gegrüßt. Ja, der Lebensmittelkontrolleur geht uns jedes Mal auf den Sack. Ja. Lebensmittelkontrolleure haben es aber auch nicht einfach, muss man sagen. Bisher hat es aber geklappt. Das habe ich jetzt auch nicht angezweifelt, Affekte oder so. Das nur manchmal stelle ich so ein paar Rezepte in Frage. Okay, den nehme ich nicht zum Ablöschen. Der würde uns das Essen versauen.
So. Ein wenig Paprika. Süßes Paprikapulver. Einfach drüber streuen. Kurz mit anrösten. Und die Temperatur können wir jetzt schon mal runternehmen. Und mit den Tomaten abgießen, mit den passierten Tomaten einfach aufgießen. Mal noch einen Schluck Wasser dazu, dass ich alles rausgeholt habe von den passierten Tomaten. Und das Ganze jetzt langsam köcheln lassen. Ruhig richtig runterkochen lassen. Einfach richtig einkochen lassen. Wir machen mit Hähnchen weiter. Hähnchen. Du wirst ein Liebchen Weißwein nehmen zum Ablöschen. Nicht wahr? Du wirst dann... Warte mal. Ich muss mal hier kurz rübergehen. Sie macht das aber jetzt generell fast alles. Sie hat nur selten Momente, wo sie irgendwas nicht macht. Da kannst du froh sein, dass es selten diese Momente gibt. Ja, ich verstehe, dass man manchen tatsächlich mal kontrollieren muss, aber einen kompletten Kühlraum, neue Fliesen, weil eine Fliese gesprungen ist, finde ich jetzt mal etwas übertrieben. Trotzdem mussten wir es tun. Denn man hätte auch nur die Fliese austauschen müssen. Also, man muss mal so sagen. Da gibt es keine richtige Grundlage für. Es gibt für vieles gibt es keine gesetzliche Grundlage. Das ist immer nur eine Empfehlung vom Gesundheitsamt. Ja, trotzdem sollte man sich mit den Leuten nicht anlegen. Da würdest du dann einen lieblichen Weißwein nehmen zum Ablöschen, nicht wahr? Nö, ich nehme immer Riesling, Chardonnay, sowas in der mit Säure. Eher als lieblich. Ich habe eigentlich keine lieblichen Weine da. Wie, es gibt anderes Paprikapulver als Rosenschaf? Ja, es gibt auch geräuchertes Paprikapulver. Leveler? Leveler, das kann nicht sein. Es gibt mit Sicherheit nur Rosenschaf. Chirier und Leveler, da sind sie wieder. Ja, moin, hatten wir auch gesagt, aber der wollte komplett neu, sich mit denen angelegt, hat nach hinten, geht nach hinten los. Du sagst es. Richtig, muss man nicht machen, aber ich habe das auch alles durch mit dem Gesundheitsamt, also nicht ich, aber mein Chef. Jetzt bei dem Neubau der Mensa, da muss natürlich auch, muss man die drüber gucken lassen und dann so, ja und so und hier und da. Und dann, ja, wir brauchen da und dann Handwaschbecken, da und dann Handwaschbecken. Komplett sinnfrei, wissen wir alle, aber es ist halt einfach so. Geräuchertes Paprikapulver, beste. Und das habe ich sogar noch in normal und in scharf. Ja, und das ist auch scharf. Pimentos de Padron. Wo ist es denn da? Cante Jumando. Das scharf. Das ist normal. Und es ist echt lecker. Geräuchertes Paprikapulver ist schon echt... Schon richtig geil, also das muss ich sagen. Das ist schon echt nice, das Zeug. So, Hähnchen, weitermachen. Ich rede mal zu viel. Thymian. Einfach so ein bisschen Thymian. Vom Strauch runterschneiden. Den hier drunter und dann Schinken. Einfach wirklich so mit dem Strunk, das ist kein Problem nachher beim Essen. Und dann vorsichtig einwickeln. Immer wächst bei mir wie Unkraut im Garten. Schrie, das ist richtig. Wenn man einen richtig geilen Samen hat, dann wächst er wie Unkraut. Also ihr sollt natürlich bei dem Thymian, ihr müsst unterscheiden, es gibt diese richtigen holzigen Stängel, ne? Das sind jetzt so richtig kleine, dünne, nicht holzige Stängel. Ja.
kann man so reinnehmen. Es gibt die aber auch natürlich in richtig holzig. Die solltet ihr dann nicht mit dem Stängel da machen. Ikurita, schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Ah, von der Firma habe ich das auch. Ja, siehst du? Hast du beide auch das Schafe? Die Pulbiber aus der türkischen Küche ist auch geil. Was ist das, Leveler? Erzähl mal, was ist das? Ich kann nicht alles wissen. Das wäre auch schlimm, wenn ich alles wüsste. Eine Katastrophe, glaube ich. Würde ich sagen. So, Thymian, 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 Thymian. Einfach wieder rum. Zack. Boah, da kriege ich jetzt schon so einen Hunger, ne? Also, muss ich ehrlich sagen. Ein bisschen Hunger kriege ich da schon. Ein bisschen viel, ehrlich gesagt. Ein bisschen mehr als normal. So, noch mal ein bisschen Thymian hier. So, so komm. Und das war der letzte Mozza, den ich bekommen habe. Das ist jetzt normaler, ganz normaler Kuhmilch-Mozzarella. Der Büffel-Mozzarella war eh schon alle. Das waren die letzten drei Pakete Mozzarella, die ich überhaupt bekommen habe. Weiß nicht, was da los war. Heute im Supermarkt. Offensichtlich war es im Angebot. Würde ich behaupten. So, wir stellen Pfanne gleich auf und braten unser Hähnchen schon mal an. Ich bin immer ein Fan davon, wenn ich sowas mache. Das Hähnchen kommt sowieso noch in den Ofen. Keine Frage. Aber wenn ich sowas mache, dann brate ich das trotzdem vorher an. Und gebe das dann in so eine Form, die jetzt natürlich viel zu klein ist. Ich weiß gar nicht, wo ist meine andere. Wo ist denn meine andere? Form. Weißt du das? Ja, eine hat er. Aber ich hätte ja noch eine andere. Okay. Ja. Achso, die ist im Kühlschrank. Mein. Ich hole sie mal eben. Klar, Moment. Gemahlener Paprika wie Plättchen gibt scharf und weniger scharf. Okay. Du kennst Sachen, Leveler. Kennst du auch Bonito-Flocken? So. Raus hier. So, manchmal muss man halt auch mal live abwaschen. Das ist auch so. Machen die im Fernsehen auch nicht anders. Der Wein ist immer noch hier mit seiner Säure, die er eigentlich nicht haben sollte. Seinem Essig-Flavor. Als Kochshow japanischer Anime Kirchen, was kann ich dir nur empfehlen? Wah, WTF. Also, als Kochshow japanischer Anime Kitchen Wars. Ah, okay. Kann ich dir nur empfehlen. Ja, Bonito-Flocken, mega lecker, mega geil. Kochst du echt sowas? Kochshow, japanische Kitchen Wars? Also das ist ja mal ein ganz anderes Level. Das ist Leveler 74. Das ist mal ein ganz anderes Level, solche japanischen Kochshows. Das hat nichts zu tun mit hier Küchenschlacht im deutschen Fernsehen. Gar nichts.
Überhaupt nichts. Null. Sorry, klar. Der ist gut, ja? Das ist ein sehr lustiger Anime. Geht ums Kochen. Küchenschlacht finde ich scheiße. Richtig. Finde ich auch komplett scheiße. Und irgendein Format lief auch vorhin. Weißt du, wie hieß das? Was du da geguckt hast mit diesem hässlichen Koch? Der aussieht wie so ein eingetretenes Kellerfenster. Ah, ganz schlechtes Format. Da haben irgendwie Leute, die noch nie gekocht haben, müssen da irgendwas kochen. Und er zeigt am Ende dann, wie es richtig geht. Aber auch in ganz schlecht, also wirklich. Also. Ich weiß, das habe ich mir nicht mal die Mühe gemacht, den Namen zu merken. Die haben irgendwie auch die ganze Zeit von holländischer Soße und so gesprochen. Statt Soße Hollandaise zu sagen und. Oder holländische Fettsoße wenigstens. Nur immer holländische Soßen. Ach, komplett überflüssig, solche Leute. Solche Shows. So, wir machen hier keinen Salz dran, noch nichts. Und legen den erstmal vorsichtig ein hier. Das Hähnchen. Und braten das erstmal ab. Arino, ihr müsst die Punkte zwischendrin weglassen. Er denkt sonst immer, das ist ein Link. Und Links dürfen nicht gepostet werden. Die Show unnötig und der Typ war auch unnötig. Weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich fand auch den Koch, der das macht, da halt auch nicht gut. Richtig, das meine ich ja. Also nicht nur, dass er fürs Aussehen kann er nichts, aber auch vom Machen her ist das richtig schlecht gewesen. Was auch genial ist, eine japanische Serie mit Fokus aufs Essen, Gourmet Samurai. Okay, kenne ich auch, geht um Kochduelle an einer Kochschule. Die Japaner sind generell krass, wenn es ums Essen geht, das stimmt, Admiral Jones. Definitiv. Die Show unnötig, der Typ war auch unnötig. Ja, genau. Ja, jetzt bin ich voll neugierig, wer da ein Kellerfenster ist. Das eingetretene Kellerfenster. Der Koch, der sah aus mit seiner Brille und so. Also der sah so richtig schlimm aus. Ich weiß nicht, was sie dem angeboten haben, dass er da mitmacht. Aber für Geld hat er das sicherlich nicht gemacht. Pizza ist im Ofen, bin kurz duschen, in 5 Minuten wieder da. Bis gleich, ihr Lieben. Also, wenn ich eine Pizza mache, da braucht ihr nur 3 Minuten. Geh schnell duschen, mal lieber. Viel Spaß. Ich hab schon 3 oder 4 Mal geguckt. Gourmet Samurai liebe ich. Da muss ich das mal angucken. Kenne ich überhaupt gar nicht. Da steht kein Wort hier hinten. Was meinst du denn? Was denn? Wo denn? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist zu laut hier hinten. Du bist einfach zu weit weg. Irgendwas mit einem Schmetterlingsschnitt oder so. Ich guck gleich mal. Guck mal, ob du das noch findest. Das sieht schon so lecker aus. Leute, ganz ehrlich, sieht das schon geil aus, oder was? Einfach nur Hähnchen mit Kräutern im Schinkenmantel. Das sieht doch schon alleine lecker aus. Reinbeißen.
zum Reinbeißen. Das hieß, die Jugend kann nicht kochen, lief auf Kabel 1, der Koch hieß Achim. Ha, genau. Das war genau die Information, die mir gefehlt hatte. Nicht. Ja, das... die Jugend kann nicht kochen, ja, aber warum muss man denn Lebensmittel verschwenden und die so einen Scheiß machen zu lassen, anstatt dass man den nicht gleich richtig zeigt? Die Leute werden halt komplett, so wie es halt wirklich ist, einfach zur Schau gestellt. Ja, da werden Lebensmittel verschwendet für Nüsse. Jericho, guten Abend. Ja, das finde ich halt einfach schlimm. Mit Achim Müller war das. Hallo ihr beide. Moin von Rolf. Hallo Rolf. Herzlich willkommen. Wagner Pizza brauchst 15 Minuten. Ja, aber ohne Vorheizen, sagst du vom Ofen. Welche Kochsendung findest du gut? Meinst du mich, Affektuoso? Boah. Also was ich feiere... aber auch nicht mehr, momentan auch nicht gucken kann, ist Kitchen Impossible. Aber auch nur, also ich kenne ja den Meltzer auch privat, ist ein spannender Typ und er ist auch privat so ein Arschloch, muss man sagen, also was er für Sprüche raushaut und so, ist aber echt eigentlich lustig und ich finde das Format cool. Und der Meltzer ist für mich so der Stefan Raab, der Koch-Leute. So, ne? Das ist, er findet immer ein Konzept, er fasst immer was an und er macht immer irgendwas draus. Und das halt auch im Fernsehen. Das ist so der Stefan Raab der Köche irgendwie für mich. Ist aber ein cooler Typ und ich finde das Format mega cool. Ja, wenn man sowas nachkochen muss, dann halt so unter diesem Druck und es wird gezeigt. Also das finde ich richtig cooles Format, das fühle ich. Die Lebensmittelverschwendung hat mich auch aufgeregt. Ja, und das finde ich einfach schade. Weißt du, wir leben wirklich in einem Zeitalter, wo wir alle sagen, wir wollen regionaler werden, wir wollen sparsamer werden, wir wollen irgendwie was für die Umwelt tun, wir wollen alle geil sein und wir haben hier und da ein Konzept und wir spenden da und machen hier einen Marathon. Und auf der anderen Seite machen wir dann so eine Scheißshow, wo dann die Leute Lebensmittel verschwenden, weil sie zu doof sind, einen Blumenkohl zu kochen oder weil sie zu doof sind, Kartoffeln zu kochen. Sorry, aber da fällt mir wirklich nichts mehr ein, außer... Schmutz. Also das weiß ich nicht. Das finde ich richtig. Das ist eine komplette Verschwendung für mich einfach. Dann gibt sie lieber den Leuten, die wissen, dass sie kochen können. Oder die kochen können, aber kein Geld haben, sich so ein Lebensmittel zu kaufen. Und zeigt denen einfach von vornherein, wie es richtig geht. Das wäre doch wesentlich effektiver, glaube ich. Aber dann hätten sie keine Zuschauer. Die Tomate einfach nur grob klein schneiden, so in Würfel. Das Hähnchen schon rausgenommen, das letzte Jahr. Wir müssen unsere Kartoffeln jetzt auch gleich fertig machen. Unsere Fächerkartoffeln. Unser Fächergratter. Unser gefälschtes Gratter. Wie auch manche sagen würden. Würdest du bei Kitchen Impossible mitmachen, wenn sie dich fragen würden? Oh, ich denke schon. Das ist richtig lustig. Ich würde mitmachen, aber das ist... du musst halt wirklich einen riesen Erfahrungswert haben und du musst auch viel in der Welt gesehen haben und gegessen haben. Das bringt dir nichts, wenn du zwar im Kochen gut bist, aber du deinen Erfahrungsschatz auch nicht im Essen erweitert hast. Ja, weil manche Gerichte kann man einfach nicht kennen. Du musst es dann wirklich dann nur noch aus dem Reinen, ich habe es gesehen, abgespeichert und versuche den Geschmack zu treffen. Aber wenn du nicht weißt, aus was für Zutaten das besteht, bist du einfach schon am Arsch, ne? Das muss man so sehen. Ich bin Nelson Müller Fan. Nelson Müller, auch sehr cooler Typ. Habe ich auch schon ein paar Mal getroffen, nicht nur an der Ampel. Mir fällt gerade auf, dass du das Problem mit dem Mic gefixt hast. Wisst das ja gar nichts mehr. Vielen Dank für diesen Hinweis, Rita. Das freut mich zu lesen. Ja, offensichtlich lag es an so ein paar Faktoren. Erstens an der externen Soundkarte und zweitens an meiner Apple Watch. Würde ich behaupten. Seitdem ich die nicht mehr trage beim Kochen, knistert auch nichts mehr.
Es knistert nichts mehr. Den komisch ist aber so. So, bei dem Basilikum mache ich mal ein bisschen Wasser rein hier. Der sieht ein bisschen arg trocken aus. Vielleicht reißt er sich nochmal ein bisschen zusammen. So, die Tomaten einfach schmeißen wir jetzt hier mit rein und verkochen die mit. Und noch so ein paar Stückchen drin haben. Also in unseren Gemüse-Basic-Topf da. Einfach mit rein und runter kochen. So. Jetzt fixen wir gleich unseren Hähnchenauflauf. Mozzarella überbacken. Wir müssen die noch durchgaren. Auflaufform hier. So. Ne, wir machen vorher die Kartoffeln. Leute, wir machen vorher die Kartoffeln. So, dafür brauchen wir einen kleinen Topf. Da machen wir Sahne rein. Menschlich soll der Typ eine Null sein. Meinst du, der ist ein Müller? Ist aber gar nicht so korrekt. Der ist zu Kollegen und zu seinem Team ziemlich mies. Habe ich zumindest oft schon gehört. Das ist immer schwierig, das zu beurteilen. Also, ich habe ihn nur als netten Mensch kennengelernt. Ich habe aber auch noch nie mit ihm zusammengearbeitet auf dieser Ebene. Und es ist immer leichter von jemandem zu beurteilen, wenn man den Laden verlassen hat oder wenn man mit ihm zusammengearbeitet hatte, zu sagen, dass er ein Arschloch ist, als dass er ein cooler Typ war. Ich glaube, das ist immer einfacher. Aber mich beeinflusst das oft nicht. Ne? Also, ich finde das immer doof, wenn man das sagen muss. Aber wenn es halt viele Leute behaupten, dann sollte wahrscheinlich auch irgendwann mal was dran sein. Das ist schon richtig. Gute Entscheidung. Ja, die neue Soundkarte klingt auch wesentlich besser. Ja, muss ich auch sagen. Ein bisschen Pfeffer rein und Muskat natürlich. Salz, Pfeffer, Muskat. Das Ganze ruhig ein bisschen überwürzen, weil die Kartoffeln das Ganze dann natürlich aufsaugen. Und ordentlich Bums brauchen, ordentlich Würze. Wir kochen es gleich auf. Wie bei einem Gratin theoretisch, ja. Kann schon mal ruhig so eine halbe Muskatnuss rein. Zack. Wir machen auch direkt Rosmarin mit rein. Hallo? Wir kochen das Ganze jetzt auf. Und du köchelst hier schön weiter, mein Freund. So, Kartoffeln. Wo sind sie? Da. Tolles Produkt. Festkochende Kartoffeln. Einfach. Also, man hat jetzt die Qual der Wahl. Man kann sie schälen oder nicht. Ich lasse sie jetzt ungeschält. Werde sie nicht schälen. Sondern lasse die Kartoffel, wie sie ist. Sie wurden nur gewaschen von mir am Anfang. Sind jetzt mittlerweile wieder trocken. Und werden von mir jetzt wirklich nur in dünne Scheiben runtergeschnitten. Wie sie ist. 2 mm Scheiben. Und dann, wenn ihr eine Auflaufform nehmt oder sowas, schneidet ihr das so einfach runter und das dicke Ende weg. Drückt die dann quasi einmal nur so und legt die dann, wenn sie so gefächert sind, in die Auflaufform. In die Auflaufform einfach so nebeneinander rein. Zack, 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 zack. Ja? Rein, nochmal daneben, nochmal daneben, nochmal daneben. Oder halt auch eine größere Auflaufform. Und könnt dann so weiter vorgehen, wie ich jetzt vorgehe. Hier kommt erstmal ein bisschen Öl rein in die Soap-Top.
Die Auflaufform braucht ihr nicht einölen. Muskate, beste in Sahne. Jericho fühle ich zu 100%. Muskat übrigens auch beste in Ei. Fühle ich auch zu 100%. So, einfach die Kartoffeln reinfächern. Ich muss mal kurz meine Kamera anmachen, dass ich nicht. Dass ich gucke, wann die Sahne überkocht. Ungeschält ist vermutlich auch besser wegen der Vitamine, oder? Vitamine nicht, aber Mineralstoffe und sowas ja. Kommt immer auf die Sorten drauf an. Auf die Kartoffelsorten. Aber ich finde es einfach cooler. Das ist so, soll rustikal sein, das ist es auf jeden Fall. Und so eine Kartoffel ungeschält sieht einfach rustikaler aus, ne? Also theoretisch ist das so, wie so ein Pom-Anna-Ding. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Pom-Anna. Nur, dass wir es mit Sahne auf Gratin-Basis machen und nicht mit geklärter Butter. Wir schichten die ruhig so ein bisschen übereinander hier. Das macht überhaupt gar nichts. So. Davon machen wir uns jetzt noch einen Topf fertig. Und noch einen Topf. So, nochmal mein Knoblauchöl. Da mache ich auf jeden Fall noch mit ran. Knoblauch am Gratin, beste. Und Leute, 8 Tage vom An, sagt mir gar nichts. Googeln. Acht Tage rauchfrei, meine Freunde. 8 Tage rauchfrei. Für so Leute Spitzenrestaurants oft anbrüllen, beleidigen sollen, ob das wirklich so ist, weiß ich persönlich nicht, weil ich nicht mit ihnen in der Küche stand oder so, aber habe gehört, habe ich das schon öfter. Ungeschält ist vermutlich besser, hat man schon. Neffen Müsser habe ich bei der Chefsache Backstage kennengelernt. Ich bin bei der Chefsache Kleines Licht, Helfer. Trotzdem hat er mir abends bei der Party im VIP-Reich gesoffen und sich lange mit mir unterhalten. Der war echt cool. Als ich gefragt habe, ob er seine Gitarre dabei hat, kamen wir noch mehr ins Gespräch. Ja, an sich ist er auch ein cooler Typ. Wie gesagt, ich habe den auch nur mit netten Gesprächen in Verbindung. Aber man kann den Leuten halt nur vor den Kopf drücken und nicht hinter den Kopf, ne? Es ist halt privat, können halt Leute auch cool drauf sein und sind halt einfach als Chef Arschloch. Und man muss als Chef aber auch das Arschlochgehen haben, sage ich ganz ehrlich. Das ist die Schwester von Pommes Fritz. der hat aber lange gebraucht. Der hat aber richtig lange gebraucht, dass Pommes Anni die Schwester von Pommes Fritz ist. Ja, Lila, kannst du auch direkt wieder abgehen. Du brauchst hier nicht geiern. Wie bitte? Ich geh ab. Das hat so einen ganz anderen Charakter, wenn man das auch in so einem Topf dann quasi serviert, finde ich. Sieht schon mal gar nicht so scheiße aus. Und die Töpfe kann man ja, die Stop-Töpfe kann man ja erhitzen, wie man möchte. Das ist ja wirklich gusseisern. Da passiert gar nichts mit. So, das kann noch weiter einkochen. Was ist hier mit der Sahne? Kochst du auch mal auf? Währenddessen können wir schon mal unsere Hähnchentitten fertig machen. Mozzarella. Das liegt am Stream Delay. Guckst du auf dem Handy? Vorletztes Jahr war zum Beispiel Franco 7 bei der Chefsache. Der hat eine Talkrunde geleitet auf der Bühne. Glaub mal nicht, dass der im Backstage-Bereich irgendwem guten Tag gesagt hat oder dergleichen. Von dem habe ich mit dem habe ich persönlich noch nicht gesprochen, aber von dem habe ich auch viel gehört, dass er ziemlich frech sein soll. Aber ich glaube, es kommt auch immer darauf an,
auf die Tages, das Tageswohlseinsgefühl oder weiß nicht, die Tagesform. Weil man mit dem falschen Bein aufgestanden ist morgens, ist man mit dem falschen Bein aufgestanden morgens, ne? Das ist halt so. Und das darf man den Leuten dann nicht gleich übel nehmen und dann auch so auf den Rest seines Lebens abwälzen, finde ich. Weil es gibt auch Tage, wo ich scheiße drauf bin. Und dann würde wahrscheinlich jeder, der mich an dem Tag kennenlernt, auch sagen würden, sagen, ach, das ist voll der Assi. Glatze, Nazi, anstrengender Typ. Weiß ich nicht. So, ne? Man darf die nicht immer gleich komplett verurteilen. Also die Chefs, die ich hatte, die was gerissen haben und die Firmen auch echt vorangebracht haben, waren alle menschlich auch top. Ja. Ist außer auch in der Gastronomie-Schiene Leveler? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Hähnchen-Titten. Ja, also das ist Hähnchen-Titten, ganz normales Wort. Hähnchen-Titten, Enten-Titten, Gänse-Titten, Geflügel-Titten. So, schön weiter einkochen. Sahne aufkochen. Mozzarella. Eine gute Kuhmozzarella. Einfach so runterschneiden in Scheibchen. Mal probieren, ob das überhaupt schmeckt. Kollege ist mal nach einem Todesfall in der Familie total in die Scheiße geraten. Er hat die echt ein halbes Jahr bezahlt, freigestellt, sich gekümmert, dass sie eine Wohnung findet und so weiter. Kaution aus eigener Tasche gezahlt, habe ich später erfahren, also top. Ja, war mal gute aber dann muss man auch ein guter Mitarbeiter sein, sage ich mal. Wo dann der Chef auch sagt, okay, den Mitarbeiter will ich unbedingt halten, weil ich weiß, was ich an dem habe, und dann setzt man sich für seine Mitarbeiter auch ein. Aber wenn der Mitarbeiter schon von vornherein auch scheiße ist, dann wirst du sowas auch nie von deinem Chef erfahren. Das ist auch wiederum der andere Gesichtspunkt, ne? Muss man auch so rumsehen. Das würde der wahrscheinlich auch nicht für jeden Mitarbeiter machen, sondern nur für die, die auch wirklich dir zu schätzen weiß. Würde ich behaupten. Ne, Gastronomie habe ich nie gearbeitet, aber wir hatten es immer leicht, Leute von da abzuwerben. Selbst für einen scheiß Telefonjob. Ja, okay. Der wahre Mike, hallo. Moin, moin. Mein Honigkuchenpferd. Ich hoffe, euch geht's gut und du hast das gute Salz rausgeholt. Das gute Salz steht immer draußen, mein Lieber. Das darf ja nicht feucht werden. Nimm ihn mal den Chef von mir. Das ist wohl wahr. Genau, das ist wohl wahr. Und dann weiß man auch, okay, man hat das zu schätzen und dann kann ich das auch nachvollziehen, aber wenn das jetzt so ein random Mitarbeiter war, der irgendwie auch nichts leistet, dann ist es, glaube ich, schwieriger. So, Sahne ist gleich am Aufkochen. Die ist kurz davor. Das fühle ich. So, schalten wir wieder aus. Sahne, Rosmarin, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Muskat. Oh. Geil. Wirklich richtig geiles Konzept. Ich wollte eigentlich dieses Ostern wieder Hasenbraten machen, aber leider sind alle Muckis im Dorf meiner Tante gestorben an einer Krankheit. Insofern hatte sie auch keine Hasen und für mich gibt es dieses Jahr keinen Braten. Jones, es tut mir leid, dass du keinen Hasenbraten Ostern hattest. Du hättest ja aber einen falschen Hasen machen können, um dich so ein bisschen selber zu motivieren, dass du dann doch einen Braten hast. Was gab's dann stattdessen in Ostern? Wann backt deine Perle eigentlich wieder? Huch. Mike, bist du eher so der Backtyp oder was? Keine Ahnung, frag sie doch, sie ist doch im Chat. So, wir gießen das Ganze jetzt hier, die Kartoffeln. Rührst du bis drei Viertel mit Sahne an. So.
die Sachen kommen jetzt so direkt in den Ofen rein. 180 Grad Umluft. Vollgas. Du kannst hier raus. Ihr kommt hier rein. Kelle, kannst du mir bitte noch mal kurz erklären, wie du die Kartoffeln gerade zubereitest? Harido, ich mache noch mal von vorne. Einen Topf habe ich hier noch. Da. Topf. Kartoffel. Einfach nur runterschneiden in 2 mm dicke Scheiben. Festkochend, natürlich. Festkochende Kartoffeln, nicht mehlig. Nicht vorwiegend festkochen. Das sind reine festkochende Kartoffeln. Du kannst ja auch die Scheiben so aneinander lassen. Und am Ende, wenn du eine Auflaufform nimmst und keine Staubschälchen hast oder sowas, am Ende die ganzen einfach nur so schräg runterdrücken, die Kartoffeln, dass sie so gefächert sind. Und dann quasi in der Auflaufform reinlegen nebeneinander. Vorher ein bisschen, brauchst du bei der Auflaufform nicht. Dann einfach nur die Sahne mit Salz richtig schön abschmecken, doll abschmecken. Salz, Pfeffer, Muskat, Rosmarin und Knoblauch. Das Ganze dann so 2 Drittel übergießen und dann wirklich nur 180 Grad in den Ofen rein und backen lassen, das Ganze. Und wenn wir kurz bevor die Kartoffeln gar sind, werden wir die nur noch gratinieren mit unserem Gouda, der hier oben rechts noch im Bild zu sehen ist. Bei euch oben links, ja gut, weil es gespiegelt ist. Moin. Und dann haben wir so ein ganz einfaches, easy, geiles Rosmarin-Kartoffelgratin. Zack. Und auch in den Ofen. So. Weiter im Text mit unseren Hähnchentitten. Ach, da freut sich mein Kompost wieder hier. Nom nom nom. Kartoffelstücke für den Kompost. Zeichnest du das nicht mit dem Zollstock an? Geht gerade so, Leveler 2 mm kann ich noch so Augenmaß und Handgewicht. Kriege ich noch so hin. Was gibt's zu Ostern? Fisch und noch irgendwas. Ich hatte 3 Gerichte gemacht. Vorspeise, Hauptgericht, Fisch und Nachtisch. Aber frag nicht wie und was. Ich hab's vergessen. Jones, ich frage einfach mal, was hattest du denn gestern zum Frühstück? Vielleicht weißt du das auch nicht mehr. Hast du jetzt aufgepasst, Harinho? Hast du es dir jetzt gemerkt? Das ist eigentlich nicht schwer gewesen. Denke ich. So, Hähnchen. Die werden wir jetzt... Jeder hätte jetzt gedacht, die werden wir jetzt schon direkt mit Mozzarella belegen. Machen wir nicht. Wir werden jetzt das Ganze nur mit etwas Olivenöl beträufeln. Brötchen mit Serrano-Schinken. Okay. Ein bisschen Olivenöl drüber. Und so ein bisschen drunter laufen lassen. Das heißt, einmal so hin und her bewegen, dass so ein bisschen Olivenöl da auch drunter ist. Dann schmeißen wir noch ein wenig separat Thymian dazu. Salzen werden wir das Ganze noch nicht, wir machen nur ein bisschen Pfeffer drüber. Und kommt in den Ofen. Bei den 180 Grad einfach mit rein. Ja,
Jetzt haben wir erstmal nicht mehr so viel zu tun. Wir schneiden jetzt noch den restlichen Mozzarella. Können es so ein bisschen zurückgehen und schon mal aufräumen, theoretisch. Und warten jetzt der Dinge, die da kommen. Die extrem lecker werden, denke ich. Ich will ein bisschen naschen. Ja, oh, danke dir. Kein Problem. Ich habe jeden Morgen zum Frühstück 2 Kaffee und 3 Kippen. Leveler klassisches Notenfrühstück. Ich hab's nicht mehr. Ich trinke auch weniger Kaffee, seitdem ich nicht mehr rauche. Lustiger Zufall. Aber ich trinke wirklich weniger Kaffee, seitdem ich nicht mehr rauche. Und dann gleich aufs Klo. Ja, moin. Das kann ich mir vorstellen, dass das ordentlich treibt. Korrekt. Das denke ich auch, dass das treibt wie Sau. Paro Mike. Vielen Dank für 10 Billy. Weiß ich auch nicht, warum sie jetzt angelaufen kam. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Boah. Trockenen Hals, ey. Vielleicht sollte ich mal so ein bisschen von dem Serrano essen hier. Weil der hier antrocknet. Er hat ja ein bisschen Feuchtigkeit, ne? Corona-Husten, meine. Oh. Das glaube ich nicht. Wer von euch muss denn die Woche schon wieder arbeiten überhaupt? Ich habe auch gar nicht mitbekommen, was Frau Merkel jetzt hier bekannt gegeben hat. Dazu war ich viel zu beschäftigt. Ich war einkaufen und alles und musste ich mir, glaube ich, nochmal reinziehen. Ich habe gar nicht mitbekommen, was sie sagt. Gesagt hat. So, jetzt Admiral Jones hier und ich habe mal eine Frage. Da gibt es doch diesen Schmetterlingsschmidt, womit man zum Beispiel, wenn man Hähnchenbrust, die Hähnchenbrust zu einem Schnitzel machen könnte. Kannst du das mal zeigen, wie das geht? Ja, könnte ich zeigen, aber ich habe keine Hähnchenbrust mehr da. Und das wäre auch unvorteilhaft, die einfach so einzuschneiden. Paulina, du musst arbeiten. Du musst zur Schule, oder? Jericho hatte gar nicht aufgehört mit der Arbeit. Admiral Jones, ich habe die Woche schon wieder Berufsschule. Ich habe übrigens gerade einen Ohrwurm von deiner Musik, wenn jemand subscribt. Prima. Das Turn Down for what? Meinst du, Harinho? Das ist Donation, wenn du Bit spendest. Meine Subscriber-Musik ist Currywurst. Gehst du in eine Stadt? Was macht dich da satt? Ne Currywurst? Bin ständig auf Arbeit, bin eine Person, die Menschen brauchen, eben ihr Insulin. Das ist richtig, Ephorita. Nee, bei Tieren. Okay. Nee, arbeiten tatsächlich. Ach, tatsächlich, ihr macht wieder auf, stimmt, ja. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Dürfen Restaurants jetzt wieder öffnen? Dürfen Hotels wieder öffnen? Was sind die Bedingungen? Ich hab's heute einfach noch nicht mitbekommen. Und ab wann vor allen Dingen? Und wo? Bundeseinheitlich? Unterschiedlich? Ich komme aus Niedersachsen, ich weiß es nicht. Ich hab's nicht mitgekriegt, ich hab's nicht verfolgt. Ich hab's auch irgendwie gerade nicht so für wichtig gehalten, weil ich nicht dran geglaubt habe, dass sie wieder aufmachen. Überhaupt dieses Jahr. Ich weiß es nicht. Bring mal meine Tomaten ins Trockene. Und zwar. Oder bei einem Follower. Mein Follower-Alert ist. Muss ich mal kurz überlegen. Ach so, nee. Carbonara. Carbonara. E una Coca-Cola. Carbonara, genau. Ah, ich will das alles noch neu machen wieder. Ein bisschen anders, andere Alerts. Lila, komm jetzt.
ab mit dir. Kriegst noch ein bisschen was neues Wasser hier. Das ist jetzt so dieser Moment, wo es halt entspannt ist. Es köchelt, es ist alles im Ofen. Jetzt kann man theoretisch die Küche aufräumen. Ich will jetzt aber hier für euch nicht die ganze Zeit rumräumen. Und hat dann halt einfach am Ende alles sauber, wenn die Küche, wenn das Essen fertig ist. Das ist ja wirklich mega entspannt. Ja, Montag, richtig dumm. Du darfst 50% der Sitzplätze nur belegen mit Reservierung. Ja, genau, weil in solchen Restaurants auch viele immer vorweg reservieren. Also nicht in jedem Restaurant machen die das. Also das ist ja völlig bescheuert. Nur mit Reservierung. Gastro darf bei uns in Rheinland-Pfalz am Mittwoch wieder öffnen mit Hygieneauflagen. Natürlich, ja, Hygieneauflagen so oder so, ne? Ich verriet. Nur was ist halt, also wir hatten zum Schluss von der Stadt Göttingen die Auflage, wir sollten handschriftlich, jetzt haltet euch fest, Uhrzeit, wann kommt der Gast rein, Name, wie heißt der Gast, Vor- und Zuname und wann verlässt der Gast wieder die Mensa, aufschreiben. Macht das mal bei 3000 Leuten am Tag, also innerhalb von 3 Stunden. Schreibt das mal auf, frag jeden mal nach dem Namen. Und wenn er dir den Namen nicht geben will, was willst du da machen? Willst du nicht reinlassen? Da brauchst du noch Security am besten oder so. Also völlig bescheuert. Und wenn du 2, 3 Ausgänge hast, dann musst du halt auch die besetzen mit dem Personal. Und dann weißt du aber nicht, wenn er da reingeht, da rausgeht. Also Datenschutz davon mal ganz ab. Ja, ist sowieso alles irgendwie aufgehoben momentan gefühlt. Ist ja auch dein Recht nach Freiheit und Reise... Deine Reiseunbeschnittenheit innerhalb der EU-Grenzen ist ja auch beschnitten, also von daher, Datenschutz ist das geringste Problem, glaube ich. Ja genau, das Lied Carbonara, der italienische Sound vorhin, als ich gerade Pizza gemacht habe, daher der Ohrwurm, okay. Also bringt absolut nichts, wären wir mit nur Außerhaus safe besser gewesen, gefahren, aber was will man machen? Das bringt überhaupt nichts, glaube ich auch nicht, Paulina. Aber ganz ehrlich, da würde ich auch drauf scheißen, also... Wenn jemand vorbeikommt, stell überall Reserviertschilder hin und wenn jemand kommt, ah, sie haben reserviert, okay, mhm. Und dann ist gut. Also, ja, wie auch, so nervig. Das würde ich gar nicht, das kann auch, das muss man ganz ehrlich sagen, nur mit Reservierung vorab, das ist wirklich, wer, die meisten gehen doch einfach nur spontan essen oder wir gucken dann, ob wir noch einen Platz kriegen oder sowas. Es sei denn, du bist jetzt irgendwie wirklich ein richtig, richtig gutes Restaurant oder sowas, wo dann halt das aber auch bekannt ist, dass du reservieren musst, dann wird da auch reserviert, aber das ist ja wirklich nicht. Der ist von einer deutschen Band, richtig. Richtig. Das ist mehr so italienischer Style gemacht, aber es ist keine italienische Band. Ich kriege einen Ständer, Kelle ist wieder am Kochen, yeah. Hey, moin, Hager, grüße dich, wie geht's dir denn, du alter Kunstbanause? So, wir gucken mal rein. Nach den ersten Ergebnissen gleich. Aber ich glaube, da wird sich noch nicht viel getan haben. Ich habe auch gar nicht auf die Uhr geguckt. Weil ich es reingeschoben habe. So, hier können wir noch ein bisschen Dampf machen. Das kocht schon ganz gut runter. Das gefällt mir schon richtig gut. Da werden wir gleich mal rein stüppen und probieren. Also zu Hause mache ich das mit meinem Löffel und ich gehe auch mit den Löffeln wieder rein, weil das nur Leni und ich essen. Auf der Arbeit mache ich das natürlich nicht. Falls die Frage jetzt aufkommen sollte im Hintergrund. Ich wollte es euch einfach vorweg schon mal nehmen. Mir geht's wunderbar und dir? Mir geht's bestens, Sager. Bestens. Ja, wir haben halt auch viele Hausgäste, Stammgäste, die werden ja nicht reservieren für einen Kaffee. Moment, ihr habt Hausgäste? Habt ihr Hotelbetrieb mit dran? Echt jetzt? Habt ihr ein Hotel mit dran? Das Hotel ist ja eh noch geschlossen, ne? Oder habt ihr euer Hotel etwa geöffnet? Mhm. Oder meinst du mit Hausgäste, Stammgäste? Im Hotel sagt man Hausgäste halt, die im Hotel sind. Für einen Kaffee wird da keiner reservieren. Auf gar keinen Fall. Nee. Aber für Kaffee war auch nicht die Aussage, dass reserviert werden muss, sondern für Essen.
glaube ich, ne? Nur für Essen. Generell? Dann wird wahrscheinlich sowieso keiner kommen, wenn generell reserviert werden muss. Ach, völliger Blödsinn. Ja, und am besten noch, wie er bezahlt hat und mit welchem Mittel. Bezahlmittel. Achso, Salz habe ich schon hingestellt. Salz mit dran. Nochmal. Gut ordentlich. Und was machen wir immer an Tomaten mit dran? Bitte sagt mir, was machen wir immer an Tomaten mit dran? Alles, was mit Tomaten zu tun hat. Schreib's nicht rein, Leni, du weißt es. Senf. Hier, Rio schreibt Senf. Nein, darfst du nicht. Senf. Ja, moin. Chili? Cola? Och, Leute. Chili? Knoblauch? Abend? Food Rock? Hallo? Das gute Salz? Leute, enttäuscht mich nicht. Bitte, kann mir bitte einer bestätigen, dass ihr mir zuhört? Kann mir bitte einer bestätigen, Zucker, vielen Dank. Oh. Leute, ihr bringt mich um den Verstand. Aber vielen Dank, dass Zucker noch kam. Um was ging's? Was ich immer an Tomaten mit dran mache, was ich jedem empfehle, Zucker. Ja klar, wir haben für Tourismus geschlossen, aber da wir 100 Baustellen haben, haben wir für Monteure geöffnet und das dürfen wir. Okay, ja gut, dann habt ihr auch Hausgäste. Foodrock, sage grüß mal lieber. So, vom Zucker und das enttäuschende Fehlen von Chili. Ja, Leveler, wie gesagt, ich würde mit Chili kochen. Aber beim mediterranen Gericht ist das auch nicht so erforderlich. Muss nicht sein. Also wir können die Schärfe nur über Pfeffer beziehen, das reicht vollkommen. Und ich darf sowieso nicht scharf kochen, weil es Leni einfach nicht ab kann. Das ist das Ding. Ist doch normal, Zucker kommt immer dran. Ja, Foodrock, das sagst du, das sag ich. Aber ich sag mal, der normale Mensch, der vielleicht nicht so oft kocht, der denkt sich, wieso? Ist da der Zucker dran? Ich will das doch nicht süß haben. Ich will doch eine Tomatensauce kochen. No? Das ist genauso wie man immer so eine Prise Salz bei manchen Süßspeisen auch mit dran macht, weil es einfach nur einen Kontrast bildet. Ja? Und ja, das ist halt das Schöne daran. So viel Zucker, ja. Ganz viel Zucker. 2 Teelöffel auf so einen Topf. Meine Güte, ist das viel Zucker. Ich habe auch nichts verfolgt von Merkel heute. Ich arbeite und unter anderem in einem Lokalrestaurant und ich liebe es in Köln nach der Arbeit irgendwo draußen zu sitzen. Und die Zeit zu genießen. Lese gerade die Nachrichten und meine Wangen zittern. Am Montag setze ich mich 5 Stunden irgendwo bei einer Außengastronomie hin und lasse die Seele baumeln. Freunde, nichts ist für die Ewigkeit, auch nicht Corona. Definitiv nicht. Und schönen Gruß an deine Wangen, mein lieber Harinho. Lass die nicht so sehr zittern. Das gibt Falten. An alle Süßspeisen kommt Salz dran und an alle pikanten Speisen kommt Zucker dran. Ja, jetzt so, dass es wieder, dass dann kannst du auch, wenn du das jetzt so pauschalisierst, dann kannst du auch sagen, Leute, macht euch zu Hause eine Salz-Pfeffer-Mischung, weil überall, wo Salz rankommt, kommt auch Pfeffer ran. So. Das ist also so grob die Formel. Das wäre genauso, wie du es gerade formuliert hast. Also die Richtung stimmt schon mal, aber nicht generell, würde ich jetzt nicht so behaupten. Aber als grober Richtwert kann man das durchgehen lassen. Für Leni okay, aber wenn du mal für uns kochst mit. Wenn ich für euch koche, dann natürlich mit Chili. Keine Frage. Logisch. Für Chili und Leveler. Wenn ihr beides mal schaffen solltet, hier zum Essen vorbeizukommen oder ich zu euch komme, dann gibt es natürlich auch Chili im Essen. Da bin ich von ausgegangen, dass die Chilis mitbringen dann, wenn sie zum Essen eingeladen sind. Wahrscheinlich auch nur so geheim in der Tasche, so zum Drüberstreuen, schon getrocknet und gerieben. Wie muss ich an die Scheiße ja Geschmack rankriegen? Naja, ein Tomatensalat mit Zucker, semi-geil. Tomatensalat mit Zucker, natürlich. Also, natürlich kommt da Zucker dran. Also, ich meine jetzt an Tomatensoßen und sowas, ne? Alles, was wir kochen. Weil Kristallzucker natürlich im Tomatensalat sich nicht auflöst.
Das ist eher semi, das fühle ich, Iforita. Das meinte ich aber auch nicht mit, sondern wenn wir Tomatensoßen kochen und alles, also überall, wo wir Tomate dran haben, im warmen Kochbereich, kommt natürlich Zucker ran. Der Kristallzucker im Tomatensalat löst sich eher weniger auf, das ist richtig. Deswegen kommen da rote Zwiebeln zum Beispiel mit ran, weil die bringen dann die Süße mit rein. Touché. Ja, du predigst Zucker, würde ich jetzt auch nicht drauf kommen, auch wegen unnötigen Kalorien. Es ist ja nur, also wir reden ja nicht, wir machen hier nicht die Diätküche, sondern wir wollen, dass es schmeckt. Und ich glaube, wann war das, was haben wir das letzte Mal gekocht, wo ich 2 Pakete Butter reingehauen habe? Ich weiß es gar nicht mehr, was wir da gekocht haben. Auf jeden Fall haben wir da 2 Pakete Butter reingehauen. Und ja, wir sind halt nicht hier, um abzunehmen, sondern es soll einfach schmecken. Das ist wichtig. Also mir ist es vor allen Dingen extrem wichtig. Ja, Kellerwangen zittern, bin nah am Wasser gebaut. Ach, Rinjo. Abhärten, abhärten. Was für Chili gibt's denn da? Gibt's denn dann? Was wolltest du? Ja, jetzt ist Nummer 3 unter den Chilis. Frag mal Chiril und Leveler, was die für Chilis haben. Die bringen die sowieso mit. Ich habe hier keine Chilis. Ach, da ist der Caroline Reaper. Da haben sie schon wieder. Okay. Ich habe 3 Sorten. So. Schwarze Witwe-Extrakt. Candice-Würfel als Crunch im Tomatensalat. Jawohl, Harinho. Uff. Der hat geknackt. Da war die Blombe direkt weg. Wir können ja mal. Vielleicht kann mir einer mal so ein paar Chilis einfach zusenden. Dann machen wir mal so eine Chili-Verkostung. Mit Leni. Nein, sagt sie. So, wir holen das Hähnchen raus. Und werden das jetzt final überbacken. Oh, geil. Ja, das ist auch schon so gut wie fertig. Ich gehe mal mit euch ins Vollbild rein. Leni ist das Schärfste, was Kelle im Haus hat. Huch. Nee, das Schärfste, was ich im Haus habe, sind meine Messer. Und dann kommt Leni. Weil ich darf ja keine Chilis haben. Brauche ich ja nicht zum Kochen. So. Jetzt kommt die Mozzarella rüber. Ihr merkt auch schon, deswegen haben wir es in der Auflaufform gemacht, ne, weil natürlich der Mozzarella wird runterlaufen. Das müsste, glaube ich, jedem klar sein. Ha, guckt euch das an. Sogar noch 2 Stunden über für mich. Jetzt machen wir nochmal ein bisschen Pfeffer drüber. Und dort machen wir jetzt auch ein bisschen Fleur-de-Sel drüber. Ich hatte mal eine Habanero, mein Bruder und ich haben die roh probiert. Und beide fanden wir total fad. Haben die ganze ins Essen. Jetzt konntest du nicht mehr essen. Sack war das scharf. Hm, okay. Habaneros, ja, die baut meine Mutter an, glaube ich. Rote, grüne, gelbe, blaue. Alles dabei. So, wieder ab in den Ofen. Mit der Huhn. Und wir holen mal ein Staubschälchen raus. Ach, jetzt ist mein ganzer Chat hier weg. Kleinen Moment. So. Jos, wie Jalapenos aus dem Glas. Roh machen sie nichts. Genau. Mein Onkel ist viel unterwegs und bringt immer mehr was mit. Dennis, moin. Scharf ist geil, aber nur soweit der Geschmack das Essen nicht weggebrannt wird. Ja, da gehen die Meinungen sehr weit auseinander, glaube ich, wirst du gleich merken. Weil dieser Punkt, wo das Essen weggebrannt wird, ist auch bei jedem anders. So,
Wo ist denn mein kleines Messer? Da. Ja, die brauchen noch einen Moment. Wir hauen jetzt trotzdem schon mal Käse drüber. Und noch etwas Rosmarin einfach oben mit drüber. Gehackten, frischen Rosmarin. Natürlich dann bei allen dreien, nicht nur bei dem einen. Ja, aber was schmecken willst du ja trotzdem, und man kann das Schärfeempfinden trainieren. Ob man das will, ist eine andere Frage, Leveler. Da kann man das trainieren, man kann immer schärfer essen irgendwann. Nur mit welchem Zweck ist die Frage, ne? Meine Ex-Frau mich das erste Mal bekocht hat, war lecker, aber ich war blass und hatte Schluck auf. Jau, sagt Mama Kelle, also Habaneros. Die sind schon so gut wie fertig. Das sehe ich schon. Jo, die sind fertig. Die werden wir jetzt auch noch kurz überbacken. Gerne, Shiri, gerne. Gerne, gerne. Chili-Gulasch hört sich gut an. Das hört sich, das hört sich total gut an. Adresse her und ich schicke dir ein paar getrocknete. Frische habe ich aktuell nichts. Gerne, Shiri. Ich gebe dir meine Adresse. Schluck aus, riech schon von der Currysoße von Mc's. Food Rock. Was? Echt? Warum isst du das überhaupt? Also das wird komplett lecker, das weiß ich jetzt schon. Weil das ist jetzt schon lecker. Ohne dass ich es probiert habe. Klingt komisch, ist aber so. Manchmal esse ich nur mit den Augen. Huch. Ah, es hat gepasst. So. Das ist auch fast komplett angekocht. Das ist auch schön. Lassen wir es nochmal weiter runterkochen. Und wir haben gleich was zu essen, würde ich behaupten. Wir haben Essen gemacht. Wir haben Essen gemacht. Und das hatte sich, diese Basic-Zutaten hatte sich Ayumin gewünscht. Hähnchenbrust, Mozzarella, Tomate. Ich hoffe, dass ich es am Ende für sie zufrieden umsetzen konnte und dass sie Lust hat, das natürlich auch mal so zu kochen. Mein Onkel ist Ungar. Mit dem Chili-Gulasch essen traust du dich auch nicht. Hab bei einem Bekannten wird mal eine Zahnstocherspitze Plutonium von Maddox probiert. Hab 3 Stunden Schmerzen gehabt und einen ganz fiesen Schluck auf. Wie viel Skurril hat die Zahnstocherspitze gehabt? 7,5 Millionen Skurril. Ja moin, da gibt's doch so einen witzigen Chili-Tester-Bericht. Chili-Gulasch hört sich mal gut an. Ich kriege in 2 Wochen frisch. Oh, ich beneide dich, ich muss selber noch ein paar Wochen warten, bis ich was ernten kann. Chili Nummer 8, Helenas. Heiliger Strohsack. Chili-Richter, ein perfekter Ausklang. Ein ausgewogenes Chili, pikant und für jeden geeignet. Nicht zu wuchtig, aber würzig genug, um auf seine Existenz hinzuweisen. Richter 2. Dieser letzte Bewerber ist ein gut balanciertes Chili, weder zu mild noch zu scharf. Bedauerlich nur, dass das meiste davon verloren ginge. Als Richter Nummer 3 ohnmächtig vom Stuhl fiel und dabei den Topf über sich auslässt. Bin mir nicht sicher, ob er durchkommt. Armer Kerl. Ja,
Naja, warum ich das esse? Meine Mutti hat mal Hähnchencurry gemacht und 40 Pakete Currysoße von Mc's genutzt. Also das Kochen hast du definitiv nicht von deiner Mutter, hoffe ich mal, Foodrock. Welchen Bericht meint Lever? Den hat er gerade vorhin geschrieben, der beste war bei uns im Büro. Ich hatte den Kollegen noch gesagt, warte, ich gebe dir ein bisschen. Und dann bist er in die Reaper. Huch. Danach habe ich ihr gezeigt, wie man den Anschieß-Curry macht. So gehört sich das, Foodrock. Bester Mann, so gehört sich das. Google mal nach der Chili-Tester. Waren 9 Millionen, Scoville. Okay. War ich ja mit 7,5 nicht so weit entfernt. Nur so 5 Tabasco-Flaschen entfernt. Ne, Tabasco hat glaube ich nur 100.000 oder sowas, ne? Wenn überhaupt. Das ist ja auch so saulustig, okay. Nein, das Kochen habe ich von meiner verstorbenen Omi. Ah, ja, da haben wir was gemeinsam. Kochen habe ich auch von meiner Omi. Also ich wollte, beziehungsweise habe das Kochen, warum ich koche, habe ich angefangen wegen meiner Omi. Ich habe nicht das Kochen von meiner Omi, aber wegen meiner Omi. So. Das sieht schon mal nach einer guten, schönen, humanen Tomatenschlotze aus. So wie ich sie am liebsten mag. Schön runtergekocht, eingekocht. Und oh Wunder, die Turini da drin sind noch grün. Tabasco schmeckt eigentlich nur süß, finde ich. Süß Tabasco? Kenne ich auch nicht. Riecht nur meins etwas zu Tomaten betont. Amüsant Kick. Amüsanter Kick. Riecht da zwei angenehmes, geschmeidiges Tomatenaroma. Sehr mild. Ach du Scheiße, was ist das für ein Zeug? Damit kann man getrocknete Farbe von der Autobahn lösen. Brauche zwei Bier und die Flammen zu löschen. Ich hoffe, das war das Übelste. Die Texaner sind echt bescheuert. Sieht schon sehr fein aus. Danke, Ayumi. Jetzt wissen wir nicht, wo nur Tage später berichtet, dass der Kollege ernsthaft überlegt, ins Krankenhaus zu gehen. Er biss und verließ unser Büro, um zum Flughafen zurückzufahren. Bis heute nimmt er aber von mir nichts mehr an. So kannst du die Leute auch loswerden, Chiril. Definitiv. Tabasco aus den USA hat lediglich 2500 Scoville. Die südamerikanische Variante hat 100.000 Scoville. Okay, ja. Siehste. Tony Montana, der Allerechte. Sei gegrüßt. Lecker. Schön, dass du da bist, Tony. Tony Montana. Was ein Geschäftsmann. So, das kochen wir noch ein bisschen weiter ein. Also solange wir jetzt quasi noch auf die Kartoffeln warten, die jetzt gleich fertig sind. Das Hähnchen ist auch fertig. Boah, wir können anrichten. Ha! Wir können anrichten. Das Einzige, was wir jetzt noch machen, ist ein bisschen Petersilie schneiden. Wir schneiden uns jetzt noch ein bisschen Petersilie hier runter. Die schneiden wir noch kurz klein. New Orleans gibt es einen Tabasco-Laden. Mega genial sind die Tabasco-Lollis. Ja, moin, Tabasco-Lollis. Also irgendwann ist jetzt auch mal gut. Kommt hier mit rein. Petersilie. So, ich hole mal unsere Sachen aus dem Ofen. Ihr seid alle komisch. Dachte Leni, die keine Chilis ab kann. So, Keller, ich bin noch mal raus, weil ich muss jetzt Aktenzeichen schauen mit meinen Kindern. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und mach weiter so. Bis dann. Vielen Dank, dass du da warst. Wir werden jetzt anrichten und werden essen. Guckt euch die an, die Kartoffeln. Guckt euch die an. Also, jetzt mal. Sieht das lecker aus, oder was?
Bei dem Mozzarella-Hähnchen werden wir jetzt gleich ein bisschen tricksen. Weil ich möchte nicht, dass der ganze Mozzarella noch komplett verschwindet. Deswegen werden wir uns ein wenig... Wo ist sie denn? Da. Jeder muss immer eine gute Lötlampe zu Hause haben. Und dann zaubern wir uns so ein bisschen Farbe dazu. Die schön gratinierten Röstaromen. Zack. So. Schaut gut aus. Richtig geil. Kelle top. So, jetzt muss nur noch schmecken. Dann haben wir alles richtig gemacht. So, ich werde mal den ersten Teller anrichten. Magst du dich an den Tisch setzen? Weil ich glaube, ich möchte jetzt nicht am Tisch servieren mit der heißen Kartoffelbeilage. Ja? Okay. Das ist richtig. Das geht aber relativ zügig. Okay. So. Auf die Plätze, fertig, los. Gemüse ab in Schoß. Ich habe jetzt meine Kelle irgendwie, weiß ich nicht, wo ich die habe. Kelle weiß nicht, wo er seine Kelle hat. Ja, moin. Ach, hier, unten drunter. Meine Schaumkelle. Fotos, ja, Favorita, diesmal werde ich es nicht vergessen. Aber nochmal vielen Dank für den Hinweis. So, unser Gemüse. Und das können wir auch als Basic nehmen. Das sage ich euch, wie es ist. Das ist das Coole daran. Solche Töpfe mit solchen Gemüse und sowas und auf Tomatenbasis könnt ihr als Basic nehmen für eine richtig geile Landhaussuppe, ja, also einfach nur mit Fond auffüllen, ein bisschen Sahne ran und ihr habt wirklich eine richtig geile Suppe am nächsten Tag. Das ist wirklich kein Spaß, kein Scherz, das meine ich so, wie es ist. So, wo ist meine Palette? Die hängt an der Wand hinter mir. Komm her, du Sau. Hähnchen, komm raus, du Sau. So, dich lege ich erstmal hier hin, weil ich dich anschneiden möchte. Ich möchte dich anschneiden. Oh, ein Traum, wirklich. Guckt euch das mal an, bitte, wie saftig das noch ist. Mit dem Thymian drumrum. Mit dem Schinken. Ein Traum ist das, ein Traum. So, wo ist mein Fotoapparat? Ach, Kamera unscharf, ja moin. Kamera unscharf.
Wenn es jetzt so schmeckt, ist umso besser, ne? Okay. So, Leni darf natürlich als erstes. Achso, Besteck bring ich dir mit, sagst du? Entschuldigung. Was möchtest du trinken? Ein Chianti, Weißwein? Irgendwas? Ne? Gar nichts. Cola? Ist Cola gern? So. Ihr Mozzarella-Huhn. Auf Wunsch von Ayumin. Ayumin. Dazu hier schöne Rosmarin-Kartoffelgratin. Da gibt es noch einen kleinen Untersetzer drunter. Den ich jetzt nicht finde. Da gibt es einen großen Untersetzer drunter. Ist übrigens heiß. So. Bitteschön, lass dir schmecken. Brauchst du noch einen Löffel für die Kartoffeln? Nö. So, jetzt bin ich gespannt. Oh. Ja. Fotos habe ich gemacht. Wenn nicht, mache ich gleich nochmal welche. Diesen jungen Knoblauch, der da drin ist übrigens. Den kann man auch so mitessen. Den braucht man nicht raussuchen. Ist zwar nicht jedermanns Ding, den kann man aber wirklich so mitessen, wie er da drin ist. Das ist gar kein Problem. Ein Traum. Carbonara. AMTDN. Vielen Dank für dein Follow, mein Freund. Ich weiß nicht, wie ich den Namen aussprechen soll. Willkommen bei den Freunden des guten Geschmacks. Schön, dass du da bist. Wir sind gerade beim Anrichten. Und werden natürlich gleich auch verköstigen. Sind die Kartoffeln gar? Carino, ja. Gehe ich ganz stark von aus. Ich habe es ja vorhin schon probiert, mit dem Messer reingestochen und da habe ich schon gesagt, dass die schon fast fertig sind. Ich habe es ja nur noch überbacken. Die sind auf jeden Fall gar. Deswegen 2 mm, nicht zu dick schneiden. Dann gehen die auch, werden die auch relativ schnell gar. Weil sie in der Sahne quasi kochen. Ist fein. Heiß auf jeden Fall. Das hätte ich dir auch so sagen können. So, ich gehe da nochmal in die große Kamera rein. Hoffe, man sieht's. Ach, man sieht's natürlich nicht so, wie ich das möchte. Dann gehe ich hier nochmal rein, in die. Also ein bisschen Flüssigkeit von dem Huhn setze ich jetzt schon ab. Ansonsten schön mit dem Parmaschinkenmantel, Mozzarella komplett überbacken. Nochmal schön nachwürzen, das muss man schon machen. Nochmal ein bisschen Pfeffer drüber, ein bisschen Salz drüber, einfach über die Schnittfläche. Und jetzt wollen wir natürlich auch das Ganze ein bisschen tasten. Ich habe voll Bock drauf und Hunger. Ist sehr lecker, sagst du? Das freut mich. So, wir gucken mal, was die Kartoffeln sagen. Guck mal, kann ich mit dem Löffel so abstechen? Was hast du? Die sind sehr heiß, ja klar. Gerade noch in diesem Stovetop. Guten Appetit, vielen Dank, Fabian. Schönes Kratzer. Also wirklich easy gemacht. Schnell gemacht. Einfache Nummer.
Ja, also habt wirklich keinen Aufwand mit. Sowieso mit einem Gratter hat man keinen Aufwand. Finde ich. Und es ist echt lecker. Und halt. So, Hähnchen. Die Mozzarella. Ach ja, moin. Super. Guten Appetit. Hatte ich schon gelesen, danke. Echt super Gericht. Klasse. Also da freue ich mich jetzt drauf, das offline zu essen. Wieder ein gutes Gericht zum Nachkochen. Ich hoffe es. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Und vor allen Dingen, genießt die Zeit beim Kochen. Ja, dieses Jahr war ich im Grunde schon vor der Haustür. Und eigentlich wollten wir nächstes Jahr gegen Florida fahren. Nee. Habe ich was überlesen? Ich wollte dieses Jahr eigentlich nach Chili Institut La Cruz besuchen. Ach so. Viele hatten was geplant, Chiri, wo man jetzt leider nicht dran teilnehmen kann oder nicht hinfahren kann. Wir mussten unseren Urlaub auch absagen. Florida, habe ich schon verstanden, ja. Ist halt einfach so momentan, wir können es auch nicht ändern. Es bringt auch nichts, sich drüber aufzuregen. Ich möchte mich noch bedanken dafür, dass ihr die ganze Zeit wieder da wart, meine Lieben. Mega schön zu sehen, dass ihr immer am Start seid. Das freut mich wirklich vom ganzen Herzen. Kommt vom ganzen Herzen. Also vielen Dank nochmal an euch. Und wir sind mittlerweile bei 1105 Follows. Ich freue mich darüber und hoffe, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem heutigen Nachkochen, wenn ihr Bock drauf habt. Das ist wirklich sehr einfach zu machen. Redet einfach nicht so viel wie ich dabei und dann seid ihr auch ein bisschen schneller. Und ich würde euch dann, wenn ich jetzt noch einmal geguckt habe, zu dem jungen Mann schicken, der heute Abend eigentlich eigentlich wollte heute Abend ja mitkochen, aber offensichtlich nicht so. Der spielt Slots Online Casino. Ich würde euch mal zu ihm rüberschicken. Sagt ihm einfach nur ein kurzes Hallo. Wer Bock hat, bleibt. Wer keinen Bock hat, der geht halt wieder. Ihr kennt das ganze Prozedere. Von daher schmeiße ich euch mal rüber zu Luca. Ich wünsche euch einen schönen Abend, meine Lieben. Und wir sehen uns am Freitag 19 Uhr wieder. Bis dahin, meine Lieben. Tschüssi.